Wir sind mitten in einer Umstellung von Billignahrung auf nachhaltige Nahrung. Billig hört sich immer interessant an, aber wenn es auf Kosten der Gesundheit und der Böden oder Biodiversität oder Klima geht, dann ist es nicht unbedingt mehr billig. Solange wir Kosten von der Umwelt oder unserer Gesundheit abwälzen auf zukünftige Generationen. Bei der regenerativen Landwirtschaft sprechen wir über eine Landnutzungsform, wo wir versuchen, über die Nutzung den Boden zu verbessern, über die Nutzung die Biodiversität zu erhöhen, mit dem wiedererlangten Verständnis für die Komplexität von Ökosystemen. Wie weit kann Ackerbau oder Landwirtschaft dazu beitragen, Kohlenstoff im Boden über das hinaus, was wir bis jetzt schon getan haben, speichern? Netto-Humusaufbau betreiben. We need to break out of boxes. Innovative thinking, new science, but also new technologies can be this bundle of the future that provides us a solution we don't have today. This dialogue has started across different opinions, across different technologies, and across political opinions. But we need to strengthen it, we need to accelerate it, and we need to go faster than we did in the last 5 years to achieve our SDG targets 2030. Hallo und herzlich willkommen zur Bodenschmiede. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ich sehe, sind 157 Leute online von den über 300 Angemeldeten, um heute mit uns den Gewinner der Bodenschmiede zu bestimmen. Mein Name ist Matthias Lech, ich bin Projektleiter bei Farm & Food und ich freue mich auf eure Fragen heute. An der Stelle habe ich gleich mal einen technischen Hinweis, und zwar euer Feedback ist wichtig für uns. Bitte schreibt eure Fragen da rechts in die Fragefunktion und drückt an alle senden, dann werden wir die später den Pitchern auch noch vorstellen können. Zweiter Hinweis, ihr könnt die Bildschirme, die Fenstergröße individuell anpassen. Dazu geht ihr einfach mit der Maus auf diese kleine Linie zwischen dem Bild, wo man mich gerade sieht, und dem Slider runter und stellt sich das ein, wie groß es sein soll. Die Bodenschmiede ist die Plattform, um eure Ideen in und auf den Boden zu bringen und gemeinsam nachhaltige Lösungen für den Ackerbau zu schmieden. In Kooperation mit Horsch Maschinen und der Hochschule Weinstefan Driesdorf haben wir aufgerufen, eure Ideen für neue Technologien, Anbauverfahren und Geschäftsmodelle einzureichen. Und an der Stelle schon mal vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen und vielen Dank auch an unsere tollen Partner. Wir haben richtig viele und richtig gute Ideen bekommen und unser Gremium hatte es nicht leicht, aus den über 60 Einsendungen die 7 besten für heute herauszufinden. Welche Expertin welche Idee am besten fand, das seht ihr später in den Pitches, jeweils am Ende der Videos. Bevor wir jetzt mit dem spannenden Teil starten, möchte ich unsere großartige Jury kurz vorstellen und einmal sagen, wer alles dabei ist und danach kurz mal jedem eine Frage stellen. In unserer Jury dabei ist Herr Michael Horsch, Gründer und Geschäftsführer von Horsch Maschinen, Frau Stefanie Bröhring, Professorin für Technologie und Innovationsmanagement Uni Bonn, Herr Rolf Sommer, Leiter Landwirtschaft vom WWF, der winkt auch gerade, Frau Julia Hanall, Leiterin Nachhaltigkeit BASF und Benedikt Bösel, Landwirt und Geschäftsführer von Gut und Bösel in Berlin. Vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Starten wir mit einer Frage an Herrn Horsch. Herr Horsch, Sie sind Kooperationspartner und Mitinitiator der Bodenschmiede. Welche Bedeutung hat dieses Format für Sie und für Ihr Unternehmen? Ja, zunächst mal, grüß Gott an alle nochmal zusammen. Dieser Gedanke, der mit Ihnen zusammen und in unserem Haus einmal entstanden ist, dem Ganzen einen neuen Namen zu geben, rührt ja aus unserer Sicht erst einmal daher, dass wir uns ja schon länger mit dem ganzen Thema Hybridlandwirtschaft oder heute weltweit sagt man ja nicht Hybridlandwirtschaft, sondern man nennt das Ganze ja regenerative Landwirtschaft, befassen. Und das Verrückte dabei ist ja, wir sind uns, viele auch Landwirte mittlerweile sind uns einig, wo das Ganze, die Reise mit der modernen Landwirtschaft irgendwo mal hingeht in Zukunft. Das Problem ist, die Wissenschaft hängt da ganz bisschen hinten nach und wir wissen noch nicht richtig, wie wir das Ganze anpacken sollen, beziehungsweise wir wissen eigentlich schon, wie wir es anpacken sollen, wir wissen aber nicht, wie wir das auch
ergreifen sollen. Und da ist, denke ich, der Begriff Bodenschmiede schon ganz, ganz schön richtig, weil wir haben irgendwo ein Rohling, wir wissen, wo wir hinwollen, wir müssen irgendwas schmieden. Und da brauchen wir Ideen dazu, da brauchen wir Ansätze, die also mit vielen Dingen zu tun haben, die mit Boden, mit der Pflanze, mit Technik, mit Digitalisierung und so weiter zu tun haben. Und ich denke, das sieht man jetzt auch, was da jetzt auch an Bewerbern da alles herangezogen wurde, beziehungsweise die jetzt in den engeren Kreis gezogen worden sind, was da alles für Ideen da zustande kommen. Und ich denke, soweit ich das jetzt beurteilen kann und soweit ich jetzt da informiert bin, was jetzt alles gelaufen ist, ist uns das, denke ich, allen miteinander schon einmal recht gut gelungen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt dann heute noch dabei rauskommt. Alles klar, vielen Dank. Da möchte ich gerade auch mal einhaken, beziehungsweise auch die Frage jetzt an Frau Bröhring richten. Wir haben ja gerade gehört, dass Technologien das Potenzial haben, die Landwirtschaft nachhaltig zu verändern. Was denken Sie, wie wichtig sind da in diesem Kontext die Erfahrungen und Ideen der Landwirte, was Akzeptanz und Verbreitung angeht? Ja, das ist ja vielleicht schon fast eine rhetorische Frage, total wichtig natürlich, ne? Also man kann ja ganz klar feststellen oder festhalten, dass viele Technologien, die Nachhaltigkeit halt befördern, relativ komplex sind. Ne? Wenn man zum Beispiel an neue Pflanzenschutzsysteme denkt, wo wir auch in Projekten unterwegs sind, dann sind das hochkomplexe Projekte, wo eben Landwirte natürlich auch von Anfang an mit eingebunden werden müssen. Man kann ja nicht sagen, so, jetzt haben wir ja was entwickelt und nun mach mal lieber Landwirt. Und ganz wichtig ist ja auch erstmal die Anwendungstechnik und die ganzen Änderungen, die im Betriebsablauf da sind, von Anfang an mitzudenken. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Landwirte Lead-User sind, also Nutzer sind, die halt besondere Informationen haben, die man so vielleicht gar nicht direkt hätte. Also das heißt, man muss von Anfang an Landwirte als Innovationstreiber mit einbinden. Weil nur dann gibt es halt auch eine Akzeptanz für neue nachhaltige Technologien oder ganz neue Änderungen, wo wir halt über systemische Innovationen halt sprechen. Ja, also von daher ganz klare Antwort, total wichtig und bitte von Anfang an die Landwirte mit einbeziehen. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig, klar. Alles klar. Dankeschön. Das heißt konkret, Umweltschutz beginnt im Stall, beginnt auf dem Acker. Herr Sommer, brauchen wir Ihrer Meinung nach mehr neue Technologien oder mehr neue Geschäftsmodelle, um diesen Wandel zu gestalten? Beides. Die Antwort ist relativ einfach, beides. Also wir brauchen neue Technologien. Ich glaube auch, dass nur mit mehr Technologie die vielen Zukunftsfragen zu meistern sind. Also ein Rück in vergangene Zeiten, wie sich einige vielleicht wünschen, idyllische Landwirtschaft, das glaube ich nicht, dass wir damit, was die großen Herausforderungen, Klimawandel, Insektensterben, Biodiversitätsverlust, Ernährungssicherung, ich glaube nicht, dass wir weiterkommen, wenn wir Technologie ablehnen. Ich selbst bin ein großer Fan, ich finde das auch toll und finde den Namen jetzt von Bodenschmiede auch sehr gelungen und freue mich jetzt auch auf die Vorträge. Also je mehr smarte Ideen wir haben, desto einfacher, leichter, glaube ich, kann es uns gelingen, Landwirtschaft und Naturschutz zusammenzubringen. Dankeschön. Frau Hanal, Sie haben in einem unserer Gespräche mal die Landwirte als Meister der Innovation bezeichnet. Doch neue Ideen kommen mitunter auch aus fachfremden Disziplinen. Was denken Sie, wie muss sich die Landwirtschaft diesen neuen Ideen von außen, die vielleicht sogar in den Hinterhofbüros von Großstädten ausgedacht werden, öffnen? Wie muss sie damit umgehen? Ja, auch da guten Morgen an alle. Hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf. Auch da herrlich sicher schon sehr, sehr viel, was heute geschieht. Also gar nicht zukünftig, sondern schon reell. Der Austausch über Disziplinen hinweg. Vielleicht darf ich das Wort Schmiede auch nochmal aufnehmen. Wir brauchen die Maschinenbauer, die Mechatroniker, genauso wie die Mikrobiologen, wenn wir über Boden sprechen. Und dieses Interdisziplinäre, auch zwischen städtischer Intelligenz und ländlichem Realismus, ist definitiv der Weg der Zukunft. Wir sehen heute schon landwirtschaftliche Betriebe, Bodenqualitäten, die aus dem All gesteuert werden. Das wäre sicher in der Generation davor noch ein absoluter, fantastischer Traum gewesen. Also ganz stark hier natürlich die Befruchtung verschiedener Disziplinen, das Offensein für neue Ideen und neue Technologien, aber auch gerne umgekehrt. Ich denke, jeder Wirtschaftende kann von der Landwirtschaft lernen,
über Generationen zu planen, seine natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und weiter zu denken als nur bis zum nächsten Jahr, tut sicher auch den Hinterhofbüros gut. Also da wieder mein Anstoß zum Dialog und sich gegenseitig zu befruchten aus der Landwirtschaft in die anderen Disziplinen und umgekehrt. Danke für die Einschätzung. So, es klingt ja durch, dass man einfach auch Grenzen überwinden muss. Und das machen wir letztendlich ja mit der Bodenschmiede, indem wir sagen, wir wollen das Beste aus der ökologischen und aus der konventionellen Landwirtschaft zusammenbringen. Benedikt, du als Praktiker, wie siehst du das? Welche Form der Landwirtschaft werden wir in der Zukunft haben? Also auch von mir erstmal hallo natürlich in die Runde. Ich denke, wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir über komplexe Ökosysteme sprechen, dass wir, wenn wir über Fragen und Herausforderungen sprechen, immer den Kontext derjenigen oder desjenigen Landbewirtschafters sozusagen nachdenken müssen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, ob es den ökologischen oder konventionellen oder irgendeine Begrifflichkeit sozusagen entspricht. Ich glaube, was wichtig ist, dass wenn wir Technologie und Digitalisierung denken, und das wird natürlich unglaublich Potenziale mit sich bringen, wird man nicht vergessen dürfen, was sozusagen das Ziel sein muss. Warum entwickeln wir diese Technologie? Für wen wird das entwickelt und was soll damit passieren? Und da möchte ich sozusagen nicht der Devil's Advocate spielen, aber wir haben natürlich schon das Phänomen, dass wir viel in der Technologie, in der Digitalisierungsentwicklung heute oft an den negativen Auswirkungen des Produktionsmodells ansetzen und dabei doch auch immer wieder über die Ursachen eigentlich nachdenken müssen und dass das Thema systemische Innovation natürlich auch gefragt ist, wie können wir die Ursachen verändern, dass wir eben mit diesen negativen Konsequenzen nicht mehr konfrontiert sind. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, an die Menschen zu denken, die es am Ende Tages nur tun können. Das sind die Landwirte und Landwirtinnen. Und hier müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, wo wir immer mehr Investitionen fordern, immer mehr Abhängigkeiten im Grunde genommen der Landwirtinnen und Landwirte befähigen, denn das wird uns schließlich immer mehr einschränken. Deswegen muss man da sehr wachsam bleiben und die richtige Balance finden. Vielen Dank erstmal für die erste Runde und für die guten Impulse. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über und gucken uns mal an, welche Ideen unsere Finalisten einzubringen haben heute. Vom Ablauf ist es so, dass jeder Pitch 2,5 Minuten per Video seine Idee rüberbringt und wir im Anschluss 10 Minuten Zeit haben für Fragen und Antworten mit der Jury und mit unserem Publikum. Wir werden darauf achten, dass wir in den 10 Minuten auf jeden Fall auch die Publikumsfragen unterbringen und die Josephine Lehmann, unsere Community Managerin, wird in dem Chat gucken, was an Fragen reinkommt und die einbringen. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit dem ersten Pitch. Das ist die Konsumentenpreisbeteiligung von Agro Lavendel und Felix Rudolf. Herr Rudolf sagt, der Bauer ist motiviert, wenn er am Konsumentenpreis partizipiert. Ich bin ab jetzt nur noch per Ton zu hören und damit raus. Video ab, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Felix Rudolf. Ich betreibe das Bio-Lavendel-Projekt gemeinsam mit Eva Berauer, einer Marketingfachfrau, und Robert Berauer, einem Lebensmitteltechnologen. Die Idee von Agro Lavendel beruht darauf, dass wir ein Beteiligungsmodell mit den Bauern erarbeitet haben, damit diese möglichst tief in ihrem Einkommen in der Wertschöpfungskette verankert sind. Das Produkt, das wir gewählt haben, ist Bio-Lavendelöl. Die Vorteile von Agro Lavendel ist, dass wir mit der Partnerschaft von mehreren Bauern eine marktrelevante Menge produzieren können, die wir auch am Markt anbieten können. Für den Vertriebspartner haben wir die Produktionssicherheit durch die Diversität der Lokationen. Wir bringen die Know-how-Erfahrung ein von der Agrarproduktion bis zur Ölgewinnung, Lavendelernte, Lavendeldestillation auf mobilen Anlagen. Und die Umsatzbeteiligung soll der Bauer eben an dem gemeinsamen Erfolg partizipieren. Für wen ist nun dieses Projekt relevant? Das heißt, innovative Bauern haben die Möglichkeit, ein klimagerechtes Produkt im Zeichen des Klimawandels zu pflanzen, seine mehrjährige Reinkultur und ein maximaler Schutz der Umwelt. Für die Aufkäufer
können wir eben eine homogene Menge anbieten, um marktrelevant zu sein. Und die Reinkultur Lavendel ist eine sehr umweltbewusste Frucht mit hohem Erosionsschutz. Warum soll die Agro-Lavendel-Idee gewinnen? Weil die landwirtschaftlichen Produzenten in einem Beteiligungsmodell integriert sind, weil die Bio-Lavendel-Dauerkultur eben ein vorbildliches Beispiel ist, wie ökologisch, wie Ökologie und Landwirtschaft ein perfektes, eine perfekte Symbiose bilden können. Und weil das Konzept auf eine Reihe weiterer Kultur anwendbar ist, wie zum Beispiel Melisse, Thymian, aber auch Zirbenöl kann man damit produzieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe für Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Felix Rudolph. Vielen Dank, Herr Rudolph. Ich starte jetzt mal unseren Timer für die 10 Minuten Q&A. Gibt es Fragen aus der Jury? Handzeichen bitte. Kann man mich hören? Keine Fragen aus der Jury. Doch, da kommen die ersten Hände. Cool. Herr Sommer, habe ich da gerade Ihre Hand gesehen? Ja, ich glaube, niemand möchte anfangen, die Frage zu stellen. Ich finde das auch eine tolle Idee und so wie es jetzt hier beschrieben wurde, auch in der Vorwahl, das hat mich auch fasziniert an der Sache. Ich habe mir nur gefragt, wie risikobehaftet dieses Geschäftsmodell ist. Wir sprechen ja doch über Sonderkulturen. Was sind da die Preisdynamiken? Wie einfach kann man jetzt auch zwischen Kulturen wechseln? Also ist das dann nicht so eine kulturspezifische Wertschöpfungskette, sodass ich dann jedes Mal wieder neue Investitionen in neue Geräte und so weiter benötige? Also so wie einzigartig ist jetzt so eine Lavendelgeschichte in diesem Ansatz und wie risikobehaftet ist dieses Modell? Preisschwankungen, Ernteausfälle und so weiter. Vielen Dank für die gute Frage. An sich ist es so, dass der Markt Lavendelöl für diese Mengen, die wir produzieren, nicht relevant ist. 100 Hektar Lavendelöl ist am Markt nicht wirklich eine Dimension. Unsere Kalkulationen sind aufgebaut auf dem Industriepreis. Das heißt, wir verkaufen das Öl mit 200 Kilogramm Fässern. Und alles, was darüber hin ist, in den Detailhandel, in der Vermarktung von Hydrolat, Vermarktung von Lavendelstroh und Vermarktung aller Bestandteile, die sind gar nicht noch berechnet. Also daher haben wir eine große Bandbreite, um den Preis abzusichern und auch das Einkommen zu erhöhen. Auf die Frage der Spezialität hin sind die genannten Produkte Melisse und Thymian deswegen interessant, weil die im Gegensatz zum Lavendel, der im Juli geerntet wird, im Juni und im August geerntet werden. Also wir können also nicht nur die Anlagen in der Quantität ausnützen besser, sondern auch im Zeitpunkt der Anwendung. Und daher ist also auch die Spezifität nicht so groß. Das heißt, die Destillation geht für ätherische Öle und das Erntegerät ist ein einreihiges oder mehrreihiges Gerät, das also vielfach angewendet werden kann. Dankeschön. Ich glaube, Herr Horsch, Sie hatten auch eine Frage. Sie müssen, glaube ich, Ihren kann Ton, ihn nicht hören, leider. Aha. Müssen wir Ihren Ton einschalten? Wir hören Sie nicht. Hört mich jetzt? Ja. Hört man mich? Also, jetzt geht's. Ihr seid ja schon am Laufen. Das heißt also, das Projekt hat ja schon scheinbar, so wie ich gehört habe, schon mehrere Landwirte. Stimmt das, dass es 100 Hektar sind oder ist es schon mehr, die da anbaut? Also wir haben jetzt im letzten Jahr im November mit 4 Landwirten begonnen auf 33 Hektar und werden heuer mit 20 weiteren Bauern auf 100 Hektar ausweiten. Alles klar. Das heißt also, ihr habt also auch schon ein paar Zahlen da, wo ihr sagt, okay, das haben wir jetzt geerntet, so unseren Umsatz haben wir gemacht und das ist dann für die Bauern letztendlich rausgekommen mit dem Modell, das Sie da jetzt erklärt haben. Kann man da schon was sagen? Das geht leider nicht so leicht. Das geht leider nicht so leicht, weil wenn ich im November den Lavendel anbaue, ist das nächste Jahr ein kein Ertragsjahr. Ja? Das wäre also das heurige Jahr, da gibt es nur einen Kulturschnitt und erst im Jahr 2021 wird es einen ersten Ölertrag geben. Also meine Erfahrungen sind also aus Rumänien und Bulgarien, wo eben genau diese auch Angustifolia-Sorte angepflanzt wird
und wo ich auch die Technologien, die Ausbeute und die ganzen relevanten Zahlen erhoben habe. Also speziell in Ländern, die auch klimamäßig und bodentechnisch besser zu uns passen als die traditionellen Franzosen. Das heißt, es geht erst los, also da ist noch nicht viel da, praktisch an Zollmaterial. Okay. Nein, nein. Okay. Gibt es weitere Fragen aus der Jury? Frau Bröhring? Wir können Sie nicht hören. Ich unmuten. Ah ja, super. Jetzt geht's. Genau, danke. Irgendwie konnte ich mich nicht selbst sozusagen unmuten. Ja, super. Herzlichen Dank. Total spannende Geschäftsidee, die ja auch schon läuft. Die Frage, die ich habe, geht so ein bisschen in Richtung der Nutzung, also Downstream. Es sind ja schon recht viele unterschiedliche Endmärkte, die Sie dort halt bedienen. Wie sieht es aus mit Vertriebspartnerschaften und wie zugänglich ist der Markt für neuen Player, der halt Lavendelöl anbietet? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Manpower geht da rein und wie machen Sie das? Also an sich ist die Frage auch von vielen anderen gekommen. Das ist auch eine sehr gute Frage. An sich haben wir das Konzept, wie vorher genannt, aufgebaut auf einem Weltmarktpreis Brokerware. Ja? Alles andere ist angelaufen, dass wir die Endvermarktungsketten, Billa, DM, begonnen haben zu begegnen. Wir sind ja im Jahr des Lavendels heuer, wie Sie alle wissen, und versuchen, bevor wir die erste Ernte haben, schon alle unsere Produkte anzubieten in einer Form, dass man auch abcheckt, in welcher Form Vertriebsketten so ein Produkt haben wollen. Es ist ein bisschen Henne- und Ei-Spiel. Man kann euch jetzt sagen, warten wir noch 2 Jahre, bis wir ein Produkt haben und fangen erst dann an. Wir haben aber schon jetzt begonnen und ein positives Feedback von verschiedenen Handelsketten bekommen, die absolut daran interessiert werden, in verschiedenen Bereichen das Lavendelöl höherpreisig auch zu vermarkten. Danke. Benedikt, du hast eine Frage? Ja, Herr Dr. Rudolph, erstmal herzlichen Dank für die Präsentation. Könnten Sie noch mal ein, zwei Worte zu dem Risiko des Landwirts, der Landwirtin sagen, also in Bezug auf Einkaufspreis sozusagen der Jungpflanze, wenn es eine Jungpflanze ist, Pflegekosten insbesondere in den Jahren oder in der Zeit bis zum ersten Ertrag, glaube ich, im Jahr 2, Abnahmesicherheit und ja, welche Risiken haben wir, was sozusagen das Anwachsen, die Anwachsqualität angeht und damit in Verbindung wahrscheinlich auch den Abnahmepreis, den Sie irgendwo ja garantieren wollen oder müssen. Okay, also einerseits hat der Landwirt den Aufwand, dass er die Pflanzen kauft. Das sind ungefähr 3.200 Euro pro Hektar. Das ist eine Investition für die nächsten 12 bis 15 Jahre. Ansonsten sind nur im ersten Jahr eine einmalige Handhacke notwendig, bis der Lavendel eben bis die Reihe so weit zugedeckt ist, dass wir ausschließlich mit Rollhacke und Fingerhacke den Nahbereich der Pflanze bearbeiten, den wir auch schon bearbeiten. Und zwischen den Reihen wird eine reine die Gründecke wird gemulcht. Wir sehen also heuer, dass wir auf leichten Böden, auf Grenzertragsböden viel mehr Erfolg haben als auf den schweren Böden. Wir haben also auch gute Erfahrungen gemacht, wie wir also die Anbautechnik verbessern. Aber noch einmal zur Vermarktungsrisiko hin. Wir haben dem Landwirt garantieren wir 800 Euro pro Hektar im ersten Erfolgs-, also im Jahr des Ertrages. Und wir haben aber unsererseits eine Preis- und Abnahmegarantie, die diese 800 Euro absichert, auch unsere Investitionskosten absichert. Also wir bieten den Bauern diese Sicherheit, die wir auch vom Vertriebspartner haben, dass er das auch hat. Wir wollen eben den Bauern vollkommen integrieren in dieser Wertschätzungskette, möglichst am Erfolg zu partizipieren und dass wir auch nach unten gelevelt haben, gedeckelt haben, dass er nicht das Risiko hat, dass er unter 800 Euro fällt. Und die Subvention ist auch bei ihm, weil wir einen Nutzungsvertrag mit ihm machen. Herr Rudolph, wir wollen noch eine Frage ausüben. Ich fange nochmal an mit einer weiteren Frage. Also ich finde das eine tolle Lösung, die Sie da aufbauen. Eine Frage, die mich nur in dem Zusammenhang auch nochmal faszinieren würde, wäre die Frage der Skalierung. Also ich kenne mich jetzt mit der Frucht Lavendel einfach nicht besonders gut aus, aber jetzt nehme ich mal an, wir sprechen noch 100 Landwirte an, die nehmen nochmal x Prozent oder x Hektar mit in den Anbau.
Das Phänomen, das wir hier häufig bei uns haben, ist, dass nicht zu der Zeit, wo Heu gemacht werden muss, müssen alle Heu machen. Das heißt, wenn ich dann eine spezielle Maschine habe, wo fängt die an und wo hört die auf und was bedeutet das dann für die Qualität insgesamt? Ne? Das heißt, habt ihr da schon darüber nachgedacht, ab welchem Zeitpunkt die nächste Maschine sozusagen dazukommen muss, dass man sozusagen das dann skalieren kann mit der Anbaufläche? Gibt es da irgendwelche weiteren Überlegungen? Danke. Also das ist ganz sicher schon geplant. An sich haben wir die Vereinbarung getroffen, dass wir die Ernte vollkommen eigenständig organisieren, weil im Juli meistens österreichische Bauern eine andere Ernte durchführen und weder Traktoren noch Personal zur Verfügung stellen können. Also das werden wir voll machen, inklusive der Destillation. Die Thematik über weitere Maschinen wird davon abhängen, dass wir eine zweite Erntemaschine einsetzen werden und eine zweite, dritte Destillationscontainer. Das sind also geringe Investitionen. Unser Destillationscontainer kostet 7.000 Euro. Ob man da jetzt zwei, drei noch dazu gibt, um die Logistik zu verbessern, das ist alles auf unserer Seite. Das ganze Konzept ist ja mobil aufgebaut. Wir sind auf ein Hakenlift-System aufgestellt. Das heißt, wir fahren zu dem Lavendelgebiet hin, stellen die Container auf und fangen zu ernten an, führen auf diese Standorte dann den Lavendel zu. Und wenn wir dort fertig sind, fahren wir mit all diesen vier Containern in die nächste Region, wo wir wieder zu diesem Standort die Lavendelernte zuführen. Herr Rudolf, ich möchte noch eine Frage aus dem Publikum zulassen. Josephine, hast du was? Ja, hallo Herr Rudolf. Gundilla Lissek-Wolf fragt, wie können Betriebe sich beteiligen? An wen muss man sich wenden oder ist es nur regional begrenzt? Also momentan haben wir ein österreichisches Projekt gestartet. Ich bin aber für jede Idee zu haben, es gemeinsam in vieler Art auch immer durchzuführen. Es ist nichts gepachtet. Es ist, wenn eine Idee ihm gefällt, stehe ich gern zur Verfügung in jeglicher Hinsicht. Finde ich super. Dann stellen wir gerne den Kontakt, den Nachgang her. Vielen Dank. Wir sind mal ein bisschen über die 10 Minuten raus. Vielen Dank, Herr Rudolf. Dann hatten wir echt eine tolle Idee. Tolle erste Runde. Machen wir weiter. Die nächste Idee. Wir hatten gefragt, bei der Bewerbung ein Satz, warum muss die Idee gewinnen? Und das ist in diesem Fall der folgende. Mit der nächsten Idee erhalten Landwirte und Berater das Werkzeug, um die eigentlichen Fragen des Ackerbaus durch Prozessdaten, Fernerkundung und IoT zu beantworten. Welche Maßnahme lohnt sich wo und wann? Den Farmalizer stellt Andreas Heckmann vor. Bitte Video ab. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Heckmann und vielen Dank für die Gelegenheit, heute beim Bodenschmiede Live Pitch unser Startup Equolution vorzustellen. Was, wo und wann? Pflanzenbauerinnen und Pflanzenbauer stehen weltweit vor der Herausforderung, dass sie das Optimum zwischen Profitabilität und Ressourceneffizienz auf jeder ihrer Teilflächen, in jeder Kultur und vor jedem Witterungshintergrund treffen müssen. Doch das ist sehr komplex und aktuell fehlen die Daten, ja die Entscheidungshilfen, um dieses Optimum pro Teilfläche zu bestimmen. Genau dieses Problem adressiert der Farmalizer, denn er ist eine skalierbare IoT-Plattform für Land und Forst, die genau die Daten zusammenträgt, die es braucht, um eine teilflächenspezifische Entscheidungshilfe aufzubauen. Mit dem Farmalizer haben wir unsere eigenen IoT-Sensoren integriert, die beispielsweise das Mikroklima im Feldbestand und im Boden messen können. Somit werden erstmals ein Prozessmanagement für Pflanzenbau, für Betriebe in der Landwirtschaft ermöglicht. Die IoT-Sensoren können über mehrere Jahre hinweg autark im Feld betrieben werden. Sie können über mehrere Kilometer hinweg Daten übermitteln und für die Ökonomen unter uns, sie senden im lizenzfreien Bereich, das heißt, sie zahlen keine Nachrichtengebühren. Diese IoT-Daten werden in einzigartiger Art und Weise mit beispielsweise Geoinformationen, Satellitendaten und Maschinendaten verknüpft und können somit ein Tracking über die gesamte Betriebsfläche ermöglichen. Dadurch hilft der Farmalizer dabei, das Zusammenspiel zwischen Umwelt, Pflanze und Management zu optimieren. Dies wird erst möglich, indem der Farmalizer mit den genannten Eingangsdaten ein eigenes Prozessmodell speist, was permanent auf tagesaktueller Basis Entscheidungshilfen liefert. Es ist keine Blackbox. Nutzerinnen und Nutzer können auch eigenen Szenarioanalysen mit eigenen Kostenansätzen, eigenen Preisen, den Break-Even-Point und dessen Verlauf bestimmen. Somit kann das ökonomische Optimum für jede Teilfläche, für jede Produktionseinheit gefunden werden. Damit erhalten Sie eine Antwort auf die Fragen, was, wo und wann zu tun ist. Wir als Team bei Equolution kommen aus den Bereichen Elektrotechnik, Physik, Informatik, Agrar- und Systemmodellierung und Agribusiness.
Wir haben damit das perfekte Team, um den Pharmalyzer erfolgreich am Markt zu platzieren und weitere Innovationen im Bereich der Zukunftstechnologien anzuschieben. Denn wir tun dies, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Pflanzenbau und die Landwirtschaft weiterhin profitabel und ressourceneffizient wirtschaften kann. Super, vielen Dank, Herr Heckmann. Dann bin ich jetzt auf unsere Jury gespannt. Vielleicht kann man an der Stelle auch sagen, auf unsere Juryleiser. Wie analysiert ihr den Pharmalyzer? Gibt es Fragen? Oh, gleich viele Hände. Frau Hanal, hatten Sie sich auch gemeldet eben? Ja. Dann starten wir bei Ihnen. Hallo Heckmann, vielen Dank, dass Sie das im Namen des Teams heute hier vorstellen und unsere Fragen beantworten. Mich würde interessieren, was der Pharmalyzer im Boden wirklich an Parametern feststellen kann. Nährstoffe, Wasserhaltevermögen, Humusgehalt und ob es dort dann auch über die Zeit natürlich Vorschläge zu Verbesserungskriterien für Bodengesundheit gibt, ob das daraus abgeleitet werden kann. Ja, eine häufig gestellte Frage. Vielen Dank dafür. Es ist so, dass der Pharmalyzer darauf ausgerichtet ist, kostengünstig genau die Daten zu sammeln, die man für die Modellierung beziehungsweise für die Verbesserung der Modellierung braucht. Und es ist so, dass vor allen Dingen der volumetrische Wassergehalt ein kritischer Faktor ist, um beispielsweise als begrenzender Faktor in einem Ökosystemmodell das Pflanzenwachstum zu beschreiben. Und diese Daten müssen halt vor Ort gemessen werden. Die können auch nicht über Satellit gemessen werden, weil ein wesentlicher Teil des Pflanzenwachstums unter der Erde stattfindet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Boden auf 4 Tiefen, wie im Bild auch gezeigt, Temperatur und Feuchte permanent messen und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und auf einem bestimmten Ort, sondern permanent ein Monitoring ermöglichen. Und im Pflanzenbestand sind 2 Höhen, Temperatur und Feuchte. Und was Sie jetzt noch nicht gesehen haben, ist die Ergänzung. Also es gibt dann Module, die optional an den Sensorknoten mit angeschlossen werden können, die beispielsweise Niederschlagsmenge erfassen können, die Sonneneinstrahlung, also den pH-Wert, genauso aber auch Lage des Sensors oder Diebstahlschutz sozusagen und auch eine Rickets-Warnsystem ist geplant. Dankeschön. Dankeschön. Kurze Nachfrage, wie viel Erfahrung, Praxiserfahrung haben Sie jetzt mit den Modellen schon? Wir sind jetzt seit 2 Jahren im Feldversuch und haben jetzt die Version 4, die industriereife sozusagen Version, gerade fertiggestellt und das ist letzten Endes ja 2 Jahre Entwicklungszeit im Feld auch. Dankeschön. Mir kam es ebenso vor, als hätten sich alle gemeldet. Ist das richtig? Dann würde ich nämlich einfach bei Frau Bröhring weitermachen, weil die direkt daneben im Bild eingeblendet ist. Ja, okay. Auch von mir ganz herzlichen Dank. Total spannend. Ich habe mehrere Fragen, muss mich für eine entscheiden hier. Nehmen wir doch mal eine aus der Welt der BWL, die ich ja vielleicht hier auch vertrete. Man spricht ja von vielen Digital Ecosystems sozusagen, ne? Oder Business Ecosystems, wo halt Daten integriert werden. Wie haben Sie sich die Integration der von Ihnen erhobenen Daten mit anderen, zum Beispiel im Maschinensystem etc. erhobenen Daten halt gedacht? Da haben Sie sicherlich ja auch drüber nachgedacht. Genau, also adaptiv, das heißt, wir bieten genauso ISO-XML-Integration an über Partnerunternehmen, aber auch letzten Endes unsere Exporte. Wir erheben ja keine eigenen Maschinendaten in dem Fall, sondern wir erheben ja Standortdaten, Witterungsdaten, sind kompatibel mit Farmmanagementsystemen und können darüber ausgetauscht werden. Und darüber hinaus ist es auch möglich, das eigene Exportformat sozusagen zu definieren. Das heißt, wenn Sie einen CSV-Export machen wollen, als Landwirt beispielsweise, um eine Tabelle aufzubauen, dann können Sie Ihren Header in dem CSV genauso definieren, wie Sie das gerne haben möchten und können auch direkt auf der Plattform visualisieren, wenn Sie das möchten. Okay, super, vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurze Rückfrage, wie groß ist der Radius um einen der Pharmalyzer? Praktische Frage von jemandem, der jetzt keine Ahnung hat. Nee, das ist eine vollkommen berechtigte Frage, weil das ja auch ein ganz entscheidender Punkt ist. Das heißt, die Netzwerkplanung erfolgt im Voraus. Das heißt, der Landwirt bekommt einen optimalen Aufstellungspunkt. Das heißt, er weiß, wo es sinnvoll ist, einen Sensor überhaupt aufzustellen. Denn es macht ja auch keinen Sinn, jetzt auf jede einzelne Teilfläche einen Sensor zu stellen, sondern wir möchten ja auch da Kosten sparen. Und das andere ist dann die Empfangsstärke. Das heißt, wirklich diese Netzplanung ist daran ausgerichtet, die Topografie ist. Also wenn beispielsweise Häuser in der Nähe sind
oder wenn Berge in der Nähe sind, dann muss das Netz daraufhin aufgerichtet werden. Kurz und knackig, auf meinem eigenen oder elterlichen Betrieb ist es so, dass man mit dem Gateway um die Hochfläche 5 Kilometer weit senden kann, aber auch nicht im Radius, sondern da liegt dann ein Berg dazwischen, da gehen dann nur 2 Kilometer und dann muss man auf der Rückseite des Berges quasi wieder ein Gateway installieren. Gateway ist aber nicht groß, also das läuft und man kann das letzten Endes für um die 300 bis 400 Euro ungefähr in Betrieb nehmen, wenn Sie ein gutes nehmen. Ein günstiges auch 100. Danke. Bitte. Benni, willst du weitermachen? Gerne. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Präsentation. Könnten Sie nochmal das ein bisschen konkreter sagen, weil ich habe gerade noch ein bisschen Schwierigkeiten, wirklich zu verstehen, was ich jetzt mit diesen Daten eigentlich anfangen soll. Also vielleicht einfach 2 konkrete Anwendungsbeispiele und auch mich noch interessieren, vielleicht da nochmal die ökonomische Betrachtung. Also was kostet mich der Gateway plus was kostet mich eine der Sensoren? Wie viele muss ich verteilen, damit ich sozusagen auch der, sagen wir, der Heterogenität des Bodens irgendwie gerecht werden kann? Und damit einhergehend, wenn ich jetzt gesehen habe, gefühlt, wie hoch der Sensor ist und an die meisten Früchte denke, die so bei uns wachsen, fahre ich mindestens über die Hälfte der Sensoren drüber bei der Ernte oder kurz vorher oder kurz nachher. Also das sind so die Themen, die mich interessieren würden. Ja. Vielen Dank. Vielleicht die letzte Frage zuerst. Also das scheint vielleicht auf dem Video so, aber die Sensoren sind auf 40 cm Höhe. Also da muss man oder kommt man mit dem Spritzbalken gewinnen, ist schon getestet, weil das halt auch ein kritischer Punkt ist. Aber es ist nicht ist auch möglich, die Sensoren direkt am Boden zu platzieren, wenn die Kultur das verlangt. Die erste Frage war dann Anwendungsfall. Beispiel ist Stickstoffdüngung, ganz klar, weil das Problem bei aktuellen Entscheidungshilfemodellen ist, dass oftmals nur die Pflanze als Indikator sozusagen genommen wird, dass beispielsweise Biomasse über NDVI räumlich erfasst wird, über Satellit, Drohne etc., N-Sensor, aber eben man nicht in den Boden hineinschauen kann und auch während der Überfahrt oder zu dem Zeitpunkt der Biomassemessung man eben nicht weiß, was im Boden gerade noch an Stickstoffpoolen mineralisiert wird. Das heißt, diese Dynamik, die wir im Feld haben, also die Beziehung zwischen Pflanze, Boden, Umwelt und dem Management des Landwirts, die ist aktuell nicht im Einklang in diesen Prozessmodellen oder den Modellen, die aktuell angeboten werden. Und da geht es darum, das Optimum zwischen diesen drei zu finden und vor allen Dingen auch diese Mineralisierung des Bodens zu erfassen. Und genau das wird mit dem Farmalizer oder mit den Sensoren möglich, weil sie eben ein permanentes Monitoring der Feuchte und Temperatur ermöglichen. Und dann können Sie beispielsweise in unseren Versuchen, die wir bisher gemacht haben, Einsparpotenziale von über 30% bei Stickstoff, aber auch in anderen Bereichen bieten. Und das entscheidende Kriterium für uns ist immer der Kornertrag bei Weizen beispielsweise. Das wäre die zweite Anwendung. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Prognose des Kornertrages und daran orientieren wir auch die Stickstoffdüngung. Weil nur wenn Sie das Ertragspotenzial, das Optimum sozusagen wissen an Ertrag, dann können Sie auch die Düngung daran ausrichten. Denn es nützt ja nichts, über ein Ertragsoptimum oder ein Ertragsniveau von 9 Doppelzentner beispielsweise oder 100 Doppelzentner anzunehmen beim Getreide. Aber das erreichen Sie in der Realität niemals. Das heißt, hier geht es wirklich darum, für jede Teilfläche das Ertragsoptimum zu prognostizieren und daran auch die Düngung auszurichten. Wir haben noch 2 Minuten für Fragen aus der Jury. Herr Sommer, bitte. Ja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen reingrätschen, noch mal nachfragen. Also der Herr Büssel hatte ja auch davon gesprochen, was ist die Auflösung, wie viele Sensoren brauche ich? Das Zweite ist, Sie sagen, Sie messen Bodenfeuchte Temperatur. Dann der Schritt von Bodenfeuchte zu Temperatur und Stickstoffmineralisierung. Das ist nicht einfach. Ne? Da kämpfen viele und jeder Schlag ist anders. Wenn Sie dann noch mit organischer Düngung arbeiten, wird es richtig, richtig kompliziert. Und ich habe noch keine Publikationen gesehen, die das sauber und verlässlich aufgelöst haben. Mhm. Das Dritte ist der Fokus auf Stickstoff. Ich habe selbst Pflanzenwachstumsmodellierung gemacht. Das geht für Stickstoff so lange gut, solange andere Faktoren nicht limitierend werden. Ja, und dann haben Sie sofort das Problem, sind denn andere Nährstoffe limitierend, haben Sie Krankheiten im Bestand und dann bricht diese Stickstoffsimulation schnell auseinander. Und das Dritte, was mich so klein wenig stört, ist diese Fokussierung auf Ertrag. Jetzt wäre es natürlich aus Umweltsicht auch interessant zu sehen, können Sie denn auch was über Auswaschungsverluste sagen?
Ja, also sind sehr gute Anmerkungen. Gerade Prozessmodellierung oder Ökosystemmodellierung ist ein biophysikalischer Ansatz, der natürlich Probleme mit sich bringt, gerade wenn es um die Vorhersagegenauigkeit geht. Und das ist vielleicht auch der unique selling point oder das Besondere an unserem System. Wir haben kein reines Ökosystemmodell, sondern wir haben einen Hybriden aus KI plus Hybrid, also plus Prozessmodell, um eben genau diese Fehler, die Initialisierung der Modelle auszugleichen. Das heißt, damit wir letzten Endes einen Leaf Area Index beispielsweise in Prozessmodelle einbinden können, brauchen wir eben die Fernerkundungsdaten, damit wir eine genauere Auflösung für Wassergehalt im Boden letzten Endes bieten können, brauchen wir die IoT-Sensoren. Und genau das korrigiert letzten Endes den biophysikalischen oder rein biophysikalischen Ansatz und macht den zum Hybriden und zur genauen Prognose. Die Kosten, das ist richtig, hatten Sie, sollte ich ja eben schon beantworten, die liegen beim Sensor ungefähr bei, je nach Ausstattung, bei 200 Euro pro Knoten. Den können Sie aber über mehrere Jahre betreiben und Sie haben, wie gesagt, keine Übertragungskosten, also ganz normal linear abschreiben unter Umständen. Die, jetzt müssen wir mal kurz nochmal helfen, das war eine Frage noch zu. Vielleicht ergänzen wir hier dann einfach eine Frage aus dem Publikum. Wir haben nämlich kaum noch Zeit. Josephine? Hallo, Herr Heckmann. Viele Fragen aus dem Publikum drehen sich darum, was ihr anders macht als eure sehr umtriebige Konkurrenz und wie ihr dafür sorgt, dass die Daten aus verschiedensten Geräten unterschiedlicher Hersteller harmonisiert werden. Ja, also vor allen Dingen Schwerpunkt Maschinendaten vermutlich, ne? Vermutlich. Also es geht darum, dass die Maschinendaten oder auch die, der Unterschied zu anderen Systemen liegt eben darin, dass wir pro Teilfläche arbeiten, das heißt eine Prognose auch pro Teilfläche für jedes Rasterquadrat, für jedes Pixel quasi erstellen und dann zusammenziehen und Prozesskosten und Prozessleistungen errechnen. Bei vielen anderen Systemen haben Sie das Problem, dass Sie beispielsweise am Ende des Jahres den Deckungsbeitrag nehmen und durch die Anzahl der Hektar beispielsweise teilen. Damit verlieren Sie aber Informationen, zum Beispiel, wie ist dieser Ertrag oder dieser Deckungsbeitrag räumlich verteilt. Das können Sie nur bekommen, indem Sie eben von bottom-up von jedem einzelnen Pixel aufaddieren, pro Teilfläche sozusagen rechnen, um dann hinterher eine Gesamtsumme an Leistungen, an Kosten für Ihren Betrieb sozusagen zusammen kalkulieren. Das ist der große Unterschied und damit können Sie letztendlich auch identifizieren, welche Teilflächen waren jetzt gut und schlecht, bei welcher Maßnahme und können ein internes Betriebsranking der Teilflächen vornehmen. Und so können Sie beispielsweise Randgebiete, die sowieso lange Zeit nicht in Bewirtschaftung waren oder wo sowieso lange Zeit kein hohes Ertragsniveau möglich ist, beispielsweise für ökologische Vorrangflächen oder für CO2-Speicherung durch Baumbepflanzung oder ähnliches nutzen. Also da kommt auch der ökologische Part mit rein, dass es eben nicht darum geht, immer das Maximum zu erreichen, sondern immer das Optimum für die Fläche. Und wenn das Optimum für die Fläche eben darin liegt, dass wir dem Betrieb Kohlenstoff zuführen oder eben Kohlenstoff speichern und dafür vielleicht auch eine Incentivierung zukünftig bekommen könnten als Landwirte, dann ist das eben auch ein Benefit, den man nutzen kann. Alles klar, viele Fragen, viele Antworten. Danke, Herr Heckmann. Wir machen weiter mit Pitch Nummer 3 und Farm Insect. Das Startup ermöglicht es Landwirten, unabhängig von großen Futtermittelfirmen und Weltmarktpreisen, Insekten als Tierfutter mit einer CO2-Einsparung von über 50% zu produzieren. Thomas Kühn wird uns gleich zeigen, wie das geht. Video ab, bitte. Farminsekt revolutioniert die Landwirtschaft. Mein Name ist Thomas Kühn und ich bin einer von drei Gründern der Farminsekt GmbH. Ich freue mich heute im Rahmen der Bodenschmiede von Farminfood vor euch pitchen zu dürfen. Farminsekt ist ein Agitech-Startup, das es Landwirten ermöglicht, seit langer Zeit ihr eigenes nachhaltiges und regionales Proteinfuttermittel zu produzieren. Warum ist das wichtig? In der EU müssen über 90% des Sojas und des Fischmehls importiert werden. Dies führt dazu, dass die Regenwälder in Brasilien brennen und über 90% der Fischarten überfischt sind. Aber es gibt eine Lösung: Farminsekt. Wir ermöglichen für den Landwirt wieder regionale Kreislaufwirtschaften. Wir bieten dafür eine automatisierte Anlage an, die es dem Landwirt ermöglicht, automatisiert Insekten zu züchten. Dabei werden mehr als 50% CO2 eingespart und das Beste, der Landwirt spart sich 20% der Kosten im Vergleich zu konventionellem Futter. Unser Geschäftsmodell besteht aus zwei Säulen. Erstens
einmaliger Verkauf der Anlage für 77.000 Euro. Zweitens wöchentliche Lieferungen mit Junglarven aus unserer zentralen Produktion mit einem Umsatz von 86.000 Euro. Dies ist Recurring Revenue. So ist das Lifetime Value unserer Anlage beträgt über 1,1 Millionen Euro. Unsere Kunden sind Mastbetriebe für Fische, Hühner und Schweine. Auch im Biobereich. Unser Team besteht aus drei Gründern. André ist Elektriker und Elektrotechniker mit über 7 Jahren Erfahrung in der Software- und Hardwareentwicklung. Wolfgang ist Serial Entrepreneur und hat Braufest in On Pure Flavors im Food-Bereich gegründet. Und ich, Thomas, bin Serial Entrepreneur und habe die Firma Probino im Lebensmittelbereich und Kadami im IT-Bereich gegründet. Wir betreiben seit letzten Juni des letzten Jahres einen Prototypen im Technikum der TU München in Freising. Wir haben einen unterschriebenen Vertrag zum Aufstellen der ersten Pilotanlage im Sommer diesen Jahres bei einem der größten Fischzüchter in Bayern. Und vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium unter EU erhalten wir eine Förderung von 400.000 Euro. Wir haben unsere Seed-Runde abgeschlossen, sind bis Ende des Jahres finanziert und suchen für nächstes Jahr die nächste Finanzierungsrunde. Ich freue mich auf eure Fragen. Danke, Thomas Kühn, für die smarte Idee. Herr Horsch, wollen Sie starten? Ihr Ton ist nicht an. Entschuldigung, jetzt ist es an. Das, was mich jetzt erstmal rumtreibt, ist, was füttert ihr denn die Insekten? Was ist denn die Rohstoffgrundlage? Genau, wir füttern die Insekten mit organischen Reststoffen, die vor Ort anfallen. Das können sehr unterschiedliche sein. Ein Standardfutter, was wir haben, ist Biertreber, der sehr lokal anfällt. Können aber auch Dinge sein wie Grasschnitt, wenn es verfügbar ist, auch Mais, Spelze und andere Rohstoffe, die regional anfallen. Die können entweder direkt beim Betrieb anfallen oder bei anderen Betrieben in der Nachbarschaft. Und wichtig ist immer, die meisten dieser Reststoffe sind relativ schwer oder haben ein relativ großes Volumen im Vergleich zum Preis, wodurch es sich nicht lohnt, diese meistens mehr als 100 Kilometer zu transportieren. Das ist wichtig, dadurch sind wir regional sozusagen fokussieren uns auf die regionalen Reststoffe. Und was eine Grundsatzfrage noch vielleicht, wenn ich es anschließen darf. Warum soll ich den Tieren insektenbasiertes Protein füttern, wenn ich es pflanzenbasiert auch bekommen kann? Auch bei uns hier, also ohne Importe. Also in der Fischzucht ist es so, da ist es nicht möglich, weil wir haben ja hauptsächlich Raubfische. Und da ist es nicht möglich, die komplett mit pflanzlichen Proteinen zu füttern. Man hat schon versucht, den tierischen Proteingehalt auf unter 10% zu drücken, hat aber den Effekt gehabt, dass die Tiergesundheit gesunken ist und der Ertrag ist gesunken. Deswegen ist man da wieder hochgegangen mit dem Fischmehlanteil im Fischfutter. Und bei den Hühnerzüchtern ist es auch so. Es gibt Hühnerzüchter, die schwören drauf, dass mit Fischmehl der Ertrag besser ist als ohne. Und es gibt Studien dazu, die zeigen, dass wenn man Insektenprotein füttert, sich die Tiergesundheit verbessert und auch das Verhalten verbesserter Tiere, zum Beispiel das Federpicken bei Hühnern nimmt ab und das Schwanzbeißen bei Schweinen nimmt auch ab, wenn sie mit Insekten gefüttert werden. Alles klar. Frau Bröhring, bitte. Ja, total spannend. Ne? Circular Economy, also damit trefft ihr schon mal eine riesengroße, Anforderung an nachhaltige Geschäftsmodelle. Was ich mich frage ist, also das Geschäftsmodell besteht ja aus zwei Dingen. Der Bioreaktor, nochmal ganz kurz, ist der unabhängig vom Medium zu sehen? Also wenn ich jetzt sozusagen Larven auf pflanzlichen Rohstoffen oder vielleicht sogar auch, wenn man an Bräuleranlagen denkt, auf, ist jetzt ein bisschen fies vielleicht, aber auf Exkrementen wachsen lässt. Also vielleicht zwei Fragen. A, ist wie flexibel ist der Bioreaktor? Und das Zweite, was mich nochmal interessiert, weil ich das gerade gar nicht mehr weiß irgendwie, wie ist eigentlich das Thema rechtlich? Also dürfen die Larven alles Mögliche futtern oder wirklich nur Pflanzen, um dann wiederum eingesetzt zu werden? Genau, und zur ersten Frage, wir setzen die schwarze Soldatenfliege als Insekt ein. Die hat ein sehr, sehr breites Futterspektrum, weil ihr natürliches Habitat ist Dung, Kot, Mist.
Das sind die Abfälle, die andere Tiere futtern. Deswegen ist sie da sehr breit einsetzbar im Vergleich zu anderen Insekten. Zum Futtern an sich, also es funktioniert auch zum Beispiel mit Schlachtabfällen. Da ist aber die rechtliche Thematik, ob man diese verfüttern darf. Weil was wichtig ist, wir sagen immer, wir verwenden Reststoffe. Das ist aber im rechtlichen Sinne, sind es Stoffe, sind es auch wieder Futtermittel. Und es gibt da auch Ausnahmeregelungen für den Betrieb an sich, dass wenn der Betrieb die selber bei ihm anfallen, dann hat man mehr Rechte, was man füttern darf. Man dürfte aber jetzt nicht, was noch in der Frage steht, wo wir auch noch klären, dürften wir beliebige Schlachtabfälle verfüttern oder nicht. Da ist auch die Lage in den einzelnen EU-Ländern unterschiedlich bewertet, ob man das macht. Also wir planen momentan nicht damit, aber das wäre von der Biologie her möglich. Und Exkremente im Sinne von Kot, ist das möglich? Oder? Kot ist ein Thema, was super funktioniert. Also von der Biologie her, vom Rechtlichen in der EU schwierig, weil wir haben durch die BSE-Krise die härtesten Gesetze auf dem ganzen Planeten in der EU, dass man das nicht verfüttern darf. Also wir rechnen nicht damit. Wir haben aber Anfragen schon aus Japan, wo die das gerne machen würden. In China ist es auch erlaubt, in einigen Ländern Südamerikas ist es auch erlaubt, das zu tun. Also von der Biologie her kein Problem, das ist eher ein rechtliches Thema. In der EU rechnen wir nicht damit, dass es erlaubt wird. Herr Sommer, Sie hatten sich auch ganz zu Beginn gemeldet. Hören Sie uns? Ich bin noch stumm. Herr Sommer, wir hören Sie nicht hören. Ja, Entschuldigung, ich konnte das gleiche Problem, ich konnte mich nicht entstummen. Okay. Frau Böhring hatte die Frage eigentlich schon gestellt, was mich auch interessiert hat. Aber grundsätzlich erstmal, ich finde das auch eine tolle Idee, auch der Substitutionsgedanke im Hinblick auf Circular Economy und Kreislaufwirtschaft. Eine andere Frage, eher so von der Konsumerseite her, haben Sie da schon Rückmeldungen, dass die Leute sagen, oh, ich möchte aber mein Hühnchen nicht mit Insekten gefüttert, sondern lieber mit Soja? Das ist das so eine eher so eine Ekelfrage, die da sich anschließt. Haben Sie da Erfahrung? Also es haben andere Leute schon Studien dazu gemacht und bei Insektenkonsum direkt gibt es diese Thematik gerade in der westlichen Welt, dass das schwierig ist. Bei Tieren zu verfüttern ist es den Leuten in der Regel egal, solange sie es geschmacklich nicht schmecken. Also wenn jetzt der Fisch anders schmecken würde, dann wäre das eine Problematik. Und was auch bei den Konsumenten immer mehr kommt, ist das Futter nachhaltig für die Tiere und werden die Tiere nachhaltig gezüchtet und haben sie nachhaltigen Lebensraum. Aber was jetzt passiert, was viele nicht wissen, ist ja, dass die Regenwälder brennen für den Sojaanbau, weil 90% des Sojaanbaus in die Tiermast gehen oder ein Drittel des weltweiten Fischfangs landet als Fischmehl im Tierfutter, auch bei den Fischen. Und dadurch ist auch der Aquakulturbetrieb, so wie wir ihn heute haben, nicht nachhaltig. Und das haben uns auch viele Landwirte gesagt, was ein Problem ist, dass die Verbraucher das bis jetzt nicht auf dem Schirm haben, aber wo die Angst haben, wenn die das mal rausfinden oder mal sich das bewusst machen, dass sie dann sagen, okay, Aquakultur ist eigentlich auch nicht besonders gut, so wie sie momentan betrieben wird. Okay, ich würde noch eine Frage aus der Jury nehmen. Benedikt? Bitte. Ja, erstmal herzlichen Dank. Für mich erstmal erste Frage, wo kommen eigentlich die Larven her? Und die zweite Frage wäre, kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was noch alles dazugehört? Weil klar, wenn ich jetzt da so die Vorstellung, ich habe jetzt Insekten, die wachsen schnell und da habe ich irgendwie Futter, das ist erstmal so klar, aber oft hängt ja ein ganzer Rattenschwanz an Umstellung und Zusatzinvestitionen und Lagerung und Transport und Logistik und Mischung und was weiß ich nicht, allem zusammen. Und insbesondere natürlich auch die Frage von Arbeitszeit und Arbeitskraft. Also das hört sich ja so an wie eine Biogasanlage, nur ein bisschen anders. Also wenn du da noch ein bisschen diese Komplexität vielleicht nochmal erklären könntest, das wäre toll. Danke. Genau, also wir, die Schwarzsoldatenfliege, wir haben eine zentrale Zucht bei uns, wo wir auch ein Zuchtprogramm haben, um die Insekten immer besser anzupassen auf die Reststoffe. Geht bei Insekten ganz gut, weil die Lebenszyklen kurz sind. Und wir schicken sie mit unserer selbstentwickelten Transportlösung einmal wöchentlich zum Landwirt. Also wenn das deine Frage beantwortet, zur ersten. Die zweite Frage ist zu der Anlage.
dort haben wir natürlich mehr Komponenten. Also zum einen haben wir natürlich eine Mühle und einen Mischtopf, wo das Futter aufbereitet wird. Auch dort geguckt wird, passt der pH-Wert, passt die Feuchtigkeit. Dann kommt das Futter in eine automatische Handlingstation. Das kann man sich vorstellen wie so ein Regalwagen. Da sind verschiedene Schubladen drin, die werden automatisch rausgezogen, werden dann hochgefahren, werden befüllt mit dem Futter, dann mit den Larven und werden wieder reingeschoben. Dann kommen diese Rollwegen in eine Klimakammer. In der Klimakammer überwachen wir Dinge wie Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, aber auch in einigen Boxen die Feuchtigkeit des Substrates und die Temperatur im Substrat, um da monitoren zu können, ob alles richtig gut läuft und um auch gegebenenfalls eingreifen zu können, dass wenn wir sehen, oh, da passt was nicht von den Werten, das ist unser Datenansatz, weil wir speichern auch alle Daten bei uns zentral in der Cloud und nach einer Woche kommen die Insekten wieder raus, kommen wieder in diese Handlingstation, werden dann wieder rausgefahren und werden dann auf einen Trichter und dann ein Sieb gefüllt und von dort werden die separiert zwischen Larven und dem Kompost. Also der Kompost ist auch sehr hochwertig und kann gerade in der Pflanzenzucht verwendet werden. Und dann ist es so, dass die Insekten dann getötet werden. Also entweder können sie lebend verfüttert werden, das ist rechtlich auch erlaubt, oder sie werden getötet und werden dann dadurch auch haltbar gemacht, zum Beispiel durch Trocknung oder auch eingefroren, was auch möglich ist. Und können dann noch weiter verarbeitet werden, zum Beispiel beim Fischbereich zu Pellets, wo wir sagen, okay, wir machen da jetzt Pellets draus, wo das Fischmehl komplett ersetzt wird. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal wissen, was unsere Zuschaueranfragen haben. Josephine, wie sieht's aus? Genau. Einmal kurz vorab, wir haben ganz viele spannende Fragen, die gestellt werden. Nur nochmal für alle Teilnehmer, wir sammeln die Fragen und die werden im Nachgang separat beantwortet. Jetzt die Frage an Sie, Herr Kühn. Können Landwirtinnen das ganze Jahr über Insekten produzieren? Und wie sehr sind die Gesamtkosten dann von den Energiekosten, also der Beheizung, abhängig? Ja, die können das ganze Jahr produziert werden. Die Beheizung, denkt man, ist ein Riesenthema, ist nur bei uns in den ersten 2 Tagen der Mastphase oder 3 ein Thema. Danach produzieren die Insekten genügend Eigenwärme, dass die Klimakammer ist auch isoliert, dass wir dann gar nicht mehr heizen müssen. Alles klar, vielen Dank, Thomas Kühn. Super Idee, dann würde ich sagen, auch von den Insekten Richtung Österreich zu Relay Cropping. Und Matthäus Fischer von der FH Oberösterreich, der sagt, dass Ihre Methode gleichzeitig die Biodiversität verbessert und die Flächenproduktivität erhöht. Wir sind gespannt, wie das geht. Video ab, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jury und Zuseher zu Hause, jeder von uns kennt es, bei einem Spaziergang oder einer Fahrt durch die Natur sieht man beeindruckende Landschaftsbilder. Mais, Soja, Getreide, soweit das Auge reicht. Doch warum steht eigentlich immer nur eine Kultur auf dem Feld? Wäre es nicht möglich, verschiedene Kulturen miteinander zu kombinieren? Und bringt die Kombination von verschiedenen Feldfrüchten auch Vorteile mit sich? Wir sind 4 Studenten des Studiengangs Agrartechnologie und Management an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Wels und haben uns mit dem Thema Relay Intercropping beschäftigt. Bei diesem Anbauverfahren wachsen 2 Kulturen auf dem gleichen Feld zur gleichen Zeit. Im Herbst wird auf dem Schlag eine Winterung, also ein Wintergetreide, mit vergrößerten Reihenabständen ausgesät. Nach dem Vegetationsbeginn im Frühjahr wird dann eine Sommerkultur zwischen die Winterung gesät. Für unser Projekt haben wir auf einer Versuchsfläche im Vorjahr Wintergerste gesät und heuer im Frühjahr Soja zwischen den Reihen angebaut. Bis zur Ernte der Gerste wachsen die beiden Kulturen in einer Art Lebensgemeinschaft. Nach der Ernte der Gerste kann sich die Soja sofort weiterentwickeln und gedeihen. Es ist keine zusätzliche Bodenbearbeitung im Sommer nötig und somit ist eine ständige Bodenbedeckung gegeben. Neben den höheren Naturalerträgen wird durch den Anbau von mehreren Kulturen auch die Biodiversität gefördert. Durch die Stickstofffixierung der Sojabohne wird bei den Folgekulturen weniger Mineraldünger benötigt und somit werden teure Betriebsmittel eingespart, was wiederum die Natur schont und gleichzeitig zu höheren Deckungsbeiträgen führt. Zusätzlich wird die Flächenproduktivität durch die parallel wachsende Zweigkultur erhöht und der Humusaufbau durch eine höhere Biomasseproduktion gefördert.
Um das Anbausystem problemlos umzusetzen, braucht es eine optimale Sätechnik, um die Sommerung einzusehen. Dies sollte aus einem lockenden Bodenbearbeitungswerkzeug in der Reihe und einem anschließenden Sähkörper bestehen, welcher für verschiedene Kulturen einsetzbar ist. Das Anbausystem ist für verschiedene Kulturen geeignet. Auch ohne starke Kompromisse in der Getreideproduktion ist es somit möglich, die heimische Eiweißversorgung zu gewährleisten. Das Ziel unserer Idee ist es, die Landwirtschaft produktiver statt intensiver zu machen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Bitte stimmen Sie für unser Projekt Relay Cropping ab. Gemeinsam können wir die heimische Eiweißversorgung erhöhen, den Humusaufbau steigern und die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten. Vielen Dank für das coole Konzept, Frau Hanal. Ich wollte es jetzt auch direkt rannehmen, weil ich es eben ausgelassen habe. Ihre Frage bitte. Ja, aber ich hatte die Antwort bekommen zum Heizen. Okay. Also, hallo, danke für euch, dass ihr heute hier vorstellt. Sehr, sehr spannendes Projekt. Können wir vielleicht verbinden später auf Zeit zu einem Projekt zum Streifenanbau in Deutschland, wenn es euch interessiert. Meine Frage wäre, wie viele Jahre habt ihr jetzt schon Daten gesammelt? Gerade Humusaufbau ist ja ein sehr langfristiges Verbesserungswerkzeug für den Boden. Was habt ihr da schon an Daten generiert? Und was sind die universellen Fruchtfolgen oder Interfrüchte, die ihr schon ausgetestet habt oder die ihr austesten würdet, zusätzlich zu Gerste und Soja? Ja, hallo aus Oberösterreich. Zuerst einmal danke, dass wir da dabei sein dürfen bei dem Wettbewerb. Bei uns ist das jetzt das erste Anbaujahr, das heißt, wir haben heuer die erste Ernte mit eben Gerste und Soja. Und wie Sie schon gesagt haben, der Humusaufbau bzw. das Monitoring vom Humusaufbau ist ja über einen langen Zeitraum notwendig und vor allem jetzt in Bezug auf Klimawandel, wie sich der Klimawandel auf den Humusaufbau auswirkt. Da sind wir dran, damit wir eben das über längere Zeit beobachten und so dann Rückschlüsse auf das ziehen können. Und weitere Kulturen sind natürlich auch noch möglich, zum Beispiel Linsen mit Mais und gleich. Herr Sommer, Sie hatten eine Frage. Ja, erstmal vorweg, ich bin ein absoluter Fan von Intercropping-Systemen, habe ja selbst in Tropen lange Jahre gearbeitet und finde das auch toll, die Idee, dass jetzt tatsächlich afrikanische Bauern den europäischen Bauern mal zeigen können, wo es lang geht, weil die lange Jahre Erfahrung mit diesen Systemen haben. Aber jetzt kommt das Aber und ich hätte jetzt gedacht, Frau Hanal hätte das auch gefragt. Es gibt natürlich einige Dinge, sie erhöhen die Komplexität und das macht es natürlich schwierig. Ne? Das geht zum einen um jetzt Pflanzenschutz, ne? Wenn sie Breitblättrige und Gräser zusammenpacken, dann fallen bestimmte Pflanzenschutzmittel schon mal raus. Würde ich jetzt sagen, super, aber hat natürlich dann nur mögliche Nachteile. Das zweite ist die Konkurrenz, vor allem Trockenstress. Da haben Sie oft dann den Effekt, dass Gräser die Krautigen dann weit in den Schatten stellen und denen das quasi das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes abgraben. Haben Sie da mal reingeschaut? Und dann auch so Aussaatzeitpunkte. Ich glaube, dass es gibt dann so bestimmte Fenster, wo dann die zweite Frucht rein muss und muss man höllisch aufpassen, dass man nicht zu früh oder zu spät kommt, wenn Sie dazu nochmal was sagen könnten. Also zum Pflanzenschutz, wir haben jetzt also den Soja in die Gerste gebaut und da ist der Pflanzenschutz nur vor dem Anbau erfolgt. Also es ist ja ganz normale Pflanzenschutzmaßnahme bei der Gerste erfolgt. Mhm. Und dann haben wir den Soja hineingebaut. Und zu den Wasserverhältnissen, da laufen wir unsere Versuche und wir können jetzt da noch nicht sagen, inwiefern das eine starke Konkurrenz oder eine schwache ist. Und also bei uns, wir haben heuer das glückliche Jahr, dass wir genügend Regen haben, also bis jetzt zumindest. Ja, genau. Und durch die baldige Ernte von der Gerste entfaltet sich eben dann nachher das Soja. Alles klar, ich habe jetzt vergessen, mir einen Timer zu stellen, aber gefühlt, glaube ich, haben wir noch Zeit für zwei Fragen. Frau Bröhring.
Ja, ganz kurz. Sie hatten oder Herr Lech hatte mir am Anfang schon eine schöne Eingangsfrage gestellt zum Thema Akzeptanz von Landwirten, ne, was ja wichtig ist für die Diffusion von neuen Technologien und auch für Ihr Produktkonzept. Ja, wie viel Schulung braucht es, damit das Konzept halt wirklich auch den Weg in die Praxis halt findet? Also wie stark müssen Landwirte wirklich ihre eigenen Routinen ändern, damit das halt wirklich auch klappt und auch dann ohne große Probleme halt dann den Weg in die Praxis findet? Ja, Landwirte sind prinzipiell sehr innovativ und sehr begeisterungsfähig für neue Ideen. Und gerade, man muss ja das nicht gleich jetzt auf große Flächen umschlagen. Man kann sagen, man hat da eben Versuchsflächen und zeigt denen das quasi vor und zeigt denen auch, dass das Ganze funktioniert und dass das die Idee praxistauglich ist. Und somit kann man dann eben das auf größere Flächen dann anschließend umschlagen. Und unser Vorteil ist eben, also wir verkaufen nicht irgendwas, sondern das kann im Prinzip jeder Landwirt, egal ob bio oder konventionell, und das kann theoretisch jeder Landwirt heuer im Herbst beim Anbau des Getreides starten und eine Versuchsfläche anlegen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man Erfahrung sammelt, wie das Ganze funktioniert, welcher Reihenabstand am optimalsten ist, eben wieder der Anbauzeitpunkt ist schon angesprochen worden und natürlich auch die Ernte. Und das Ganze steckt nur in der Kinderschuhe. Also es dauert sicher noch ein paar Jahre, bis das Ganze alles optimiert ist. Und man braucht nur ganz viele Daten und Erfahrungen. Danke. Eine Frage noch aus der Jury. Benedikt, bitte. Ja, auch erstmal herzlichen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal was sagen könntet, was eigentlich euch antreibt, beziehungsweise was eure Vision ist. Ja, die Vision ist ganz klar eben den Humusaufbau und die Biodiversität zu steigern, dass eben man ein bisschen wegkommt von den Monokulturen und eben zwei Kulturen oder auch, wenn man es dann weiter treibt, zum Beispiel auch mit drei Kulturen kombiniert. Und es ist auch ganz bewiesen, dass ein Mischkulturanbau, also sie gegenseitig die Pflanzen stärken und eben in einer Lebensgemeinschaft leben und dann auch vitaler sind und nicht so anfällig für Krankheiten oder Stress. Alles klar, dann gucken wir doch nochmal in unseren Chat rein. Josephine? Hallo, genau, ganz viele Fragen stellen sich um das Thema Ernte. Wie funktioniert die Ernte im Relay-Cropping-System? Muss die Erntetechnik angepasst werden? Braucht man Spezialmaschinen? Ja, die Ernte schaut so aus, dass der erste Erntedurchgang quasi die Ernte vom Wintergetreide ist, also in unserem Fall von der Wintergerste. Die wird möglichst hoch geerntet, also dass man quasi nur die Ähre erwischt. Und gleichzeitig wird er mit Flexifinger die Soja niedergedrückt, damit man die nicht erwischt quasi. Damit die Soja unbeschädigt bleibt und sie sofort weiterentwickeln kann. Und anschließend bei der Sojaernte ist es dann kein Problem mehr, weil eben nur mehr der Soja auf dem Feld steht. Alles klar, danke schön. Wir sind gut in der Zeit, dann machen wir weiter mit Pitch Nummer 5. Und Tobias Kreklo und seinem Team von Hype Solutions. Hype Solutions kämpfen für mehr Informationen über die Pflanzengesundheit auf dem Acker, um Pflanzenschutz, Mittel und Dünger zu reduzieren. Für mehr Insekten in der Landwirtschaft und sauberes Grundwasser. Video ab, bitte. Hi, mein Name ist Tobias und ich bin Geschäftsführer und einer der vier Mitgründer von Hype Solutions. Wie jeder mit Sicherheit weiß, stehen wir aktuell vor einer ganzen Vielfalt an Klima-, aber auch Umweltproblemen. Und auch die weltweite Landwirtschaft hat große Herausforderungen. Die Pro-Kopf-Anbaufläche reduziert sich, das heißt die Bevölkerung steigt, während die Anbauflächen stagnieren. Unter all diesen Bedingungen muss der Anbau zukünftig auch noch immer effizienter werden. Eine Lösung dafür ist das Precision Farming. Aber Precision Farming braucht auch Informationen. Nur die herkömmlichen Methoden reichen nicht aus, um qualitativ und objektiv gute Daten zu erhalten. Deshalb macht Hype es zukünftig möglich, Symptome von Pflanzenstress auf dem Acker zu erkennen, bevor diese für das menschliche Auge sichtbar sind. Wir nutzen dafür eine spezielle Kameratechnologie aus der Medizintechnik, die wesentlich mehr Licht als das menschliche Auge aufnehmen kann. Gekoppelt wird das Ganze mit einer professionellen Drohne sowie einer Auswertungssoftware, um mehr Informationen über die Pflanzen auf dem Acker gewinnen zu können. Diese Informationen können dann zum Beispiel für Applikationskarten genutzt werden.
So müssen landwirtschaftliche Betriebe nur noch dort und dann etwas ausbringen, wenn es wirklich notwendig ist. Das spart Geld und schont die Umwelt. Interessant ist unsere Lösung aber nicht nur für die praktische Landwirtschaft, sondern auch für die Pflanzenzucht. Mithilfe des Hype-Systems lassen sich zum Beispiel digitale Monitoren von Versuchsfeldern mit hoher Objektivität durchführen. Und neben mir gibt es aber noch drei weitere Kollegen im Team. Michel ist unser Experte für die Kamera und hat lange bei der Herstellerfirma mitgearbeitet. Johannes hat Informatik studiert und ist bei uns für die Programmierung der Software zuständig. Milan hat Mechatronik studiert und ist für die Verbindung von Kamera und Drohne verantwortlich. Und meine Aufgabe ist dann die Schnittstelle zwischen der Technik und der Praxis und ich bin auch der erste Ansprechpartner für unsere Kunden. Das gesamte Team von Hype Solutions freut sich sehr, wenn ihr für uns stimmt. Wir kämpfen für mehr Informationen über die Pflanzengesundheit auf dem Acker, um Pflanzenschutzmittel und Dünger zu reduzieren. Für mehr Insekten in der Landschaft und sauberes Grundwasser. Tobias Kriglow, vielen Dank. Liebe Jury, eure Fragen. Herr Horsch. Bitte nochmal einen Ton anschalten, ja. Jetzt schon wieder, ja. Jetzt fange ich wieder an. Ja, Herr Kriglow. Natürlich bei mir wieder immer wieder die gleiche Frage, wie weit seid ihr schon? Habt ihr jetzt praktisch bloß angefangen zu spielen, weil das Ganze beruht ja auf gigantischen Daten, die man erstmal gesammelt haben muss und auswerten muss, bevor man überhaupt mal Rückschlüsse ziehen kann. Absolut richtig. Also wir sind tatsächlich immer noch, also wir sind noch am Beginn. Wir arbeiten jetzt ungefähr seit 2 Jahren an der Idee als Team, haben aber primär an der Hardwareentwicklung derzeit gearbeitet. Also das ist, es hört sich so trivial an, eine Kamera an diese Drohne zu kriegen, aber das ist eben nicht ganz so simpel, wie man sich es leider vorstellt. Das heißt, primär lag der Fokus tatsächlich bei uns immer auf der Hardwareentwicklung, sind bei DJI, also bei dem Drohnenhersteller, von dem wir die Drohnen beziehen, auch im Developer-Programm mit drin und haben dort eben diese wirklich sehr anwenderfreundliche Schnittstelle geschaffen, also wirklich eine Plug-and-Play-Lösung geworden. Jetzt, was als nächstes natürlich kommt, ist dann noch der Software-Part dazu. Da wir derzeit bisher nur zu viert im Team sind, müssen wir natürlich unser Team da weiter ausstocken, beziehungsweise sind wir gerade in Gesprächen eben auch für eine strategische Partnerschaft, was dann die Software hinterher angeht. Dafür sind wir einfach aktuell vielleicht noch zu klein und das ist keine Frage, eine riesige Aufgabe. Sinn ist natürlich hinterher davon aber auch das Ganze an, bestehende Farm-Management-Systeme anzudocken. Letztendlich ist das, was wir ausgeben, auch wieder eine ISO-XML oder eine Shape-Datei, die natürlich dann auch in andere Farm-Management-Systeme einfach übergeben werden kann. Herr Sommer, Sie haben sich auch recht früh gemeldet mit einer Frage. Ja, danke auch nochmal für die Präsentation. Finde ich auch ein sehr interessanter Ansatz. Könnten Sie noch mal ein bisschen was sagen zur Genauigkeit, zur räumlich-zeitlichen Auflösung? Also wie hoch aufgelöst muss das sein? Wie oft müssen Sie die Flächen überfliegen? Und dann noch als zweites den Schritt, Sie haben jetzt eine Karte erstellt, also diesen Schritt zum Anwender, Sie hatten das auch in einem Ihrer Folien. Was macht die Landwirtin, der Landwirt jetzt damit? Wann fährt er dann raus oder auch nicht? Ne? Also dieser Schritt von Karten hin zu Entscheidungsunterstützung. Da noch was zu sagen. Ja, ich fange mal bei der ersten Frage an. Tatsächlich so pauschal zu beantworten, ist das nicht ganz so trivial. Letztendlich ist das ja auch mal von der Kultur ein bisschen abhängig. Also es gibt bestimmte Zeiträume, in denen natürlich es relevant ist, dann rauszufahren und zu schauen, ist da jetzt eine Krankheit oder nicht. Da würden wir tatsächlich dann eben auch an Prognosedienste, die es ja über das Wetter auch schon gibt, tatsächlich dran koppeln, dass man letztendlich eine Mitteilung eben auf beispielsweise das Smartphone bekommt, okay, jetzt ist ein Zeitraum, mit dem es eben relevant, die Fläche zu überfliegen. Wir haben jetzt aber in den Gesprächen mit Landwirten, Landwirtinnen auch herausgefunden, dass natürlich so eine Technik selber auszuführen, mag vielleicht im ersten Schritt Spaß machen, ist natürlich aber auch doch ein Aufwand. Und was wir jetzt derzeit eher anvisieren, ist eine Art Farming-as-a-Service-Modell, wie man das auch so schön nennt. Letztendlich, dass Hardware und Software eben als Komplettpaket einfach gebucht werden. Das Ganze wird als Dienstleistung ausgeführt. Da sind wir auch in Gesprächen eben mit Dienstleistern dran, dass letztendlich dann eben wirklich eigentlich das Medium nur noch die Daten sind, die am Ende dann hinterher übertragen werden. Sei das jetzt dann eben, wie gesagt, als XML, als Shape oder eben auch als Art PDF-Report, den man dann am Ende bekommt. Und die in dem landwirtschaftlichen Betrieb letztendlich dann sagt, muss ich überhaupt rausfahren, muss ich überhaupt was ausbringen oder ist es vielleicht sogar noch zu früh, weil auch die Wetterprognosedienste können natürlich, sind nur ein Prognosedienst, sie können nicht wirklich sagen, ist jetzt auf dem Feld was drauf oder nicht, das ist letztendlich wirklich dann ja nur möglich, wenn man eben auch eine Betrachtung des einzelnen Schlages dann auch macht. Frau Hanal, Sie haben noch eine Frage.
Wir müssen Sie mal wieder unmuten. So, Entschuldigung. Hallo. Die Branche bewegt sich ja unglaublich schnell im Moment und ihr seid schon im Austausch mit Landwirten. Was würdest du sagen, sind ein oder zwei Argumente, die bei euch den Unterschied machen und die Landwirte überzeugen? Weil du kannst ja mit Sensoren an dem Gerät direkt Ergebnisse erzielen, du kannst über Satelliten Ergebnisse erzielen. Warum Drohne plus Kamera plus euer Angebot, auch wenn es kompatibel ist mit anderen Datensätzen? Was sagen die Landwirte euch? Warum würden sie mit euch sowas durchführen? Also tatsächlich das Problem, und auch das war das Problem der bisherigen Drohnen, also Drohnen in der Landwirtschaft ist ja auch kein Novum, sondern gibt es ja auch eine ganze Zeit lang schon, ist tatsächlich einfach vielfach die Sensorik. Also die Sensoren, die auf dem Markt bisher verfügbar sind, da erschließt sich für viele einfach nicht der Mehrwert. Und in der Tat ist es ja so, wie der Andreas Heckmann auch schon gesagt hat, dass es bisher da ist und letztendlich ja simple Indizes, also ein NDVI zum Beispiel, also ein Biomasseindex, der mir nur sagt, okay, wie viel ist denn jetzt an Biomasse auf dem Feld aufgewachsen? Es gibt aber eigentlich noch lange keine Auskunft darüber, was ist jetzt wirklich dort passiert. Und das ist eben mit dieser neuen Kameratechnologie möglich, die wesentlich mehr eben ja, Licht letztendlich aufnimmt, als das menschliche Auge sehen kann. Und wir dadurch einfach einen Vorsprung haben gegenüber anderer Sensorik. Unterschied vielleicht zur Landmaschine ist, wir sind unabhängig davon, also wir können A, vielleicht dann hinterher eine größere Fläche erreichen, A, klar. Die Bodenschonung ist auf jeden Fall bei uns auch ein Thema. Also ich muss nicht mehr über die Fläche rüberfahren, habe dadurch keine Bodenverdichtung und letztendlich aber auch natürlich eingesparte Betriebskosten. Und die ganzen Verfahren, die bisher aktiv sind, sind Online-Verfahren. Und was wir in Gesprächen auch festgestellt haben, ist, es gibt durchaus auch den Case, dass man gar nicht rausfahren muss. Also es kann sein, ich habe die Daten erhoben, stelle fest, ah, okay, für eine Anwendung ist es eigentlich noch zu früh. Und da wäre es natürlich blöd, wenn ich dann mit dem Schlepper schon rüberfahre und hinten ist der Düngerstreuer drauf oder die Spritze, dann muss ich natürlich nichts ausbringen. Und bei Satellitendaten ist einfach das Problem die räumliche Auflösung. Also die räumliche Auflösung ist einfach viel zu gering, um da Einzelpflanzen genau irgendwas zu erkennen. Das ist ein ganz großer Manko natürlich der Satellitendaten. Was die Wolkenproblematik angeht, hat sich das inzwischen ja schon deutlich verbessert. Aber auch das ist natürlich immer noch ein Problem, dass wenn ich zu einem entscheidenden Zeitpunkt Wolken auf meiner Aufnahme über meinem Schlag habe, dann habe ich natürlich keine Informationen. Und mit der Drohne fliegen wir natürlich einfach unterhalb der Wolkendecke, was es dann wesentlich einfacher macht. Letztendlich ist man frei in der Entscheidung, wann man die Aufnahmen machen möchte. Außer natürlich nachts, da können wir jetzt vielleicht nicht fliegen, aber tagsüber ist das dann durchaus möglich. Zwei kurze Fragen aus der Jury bitte noch. Benedikt. Hi, Tobi. Hi. Ich wollte mal fragen, wenn jetzt Frau Hanahl hat ganz genau zugehört und sagt, Mensch, die Jungs, die haben echt eine gute Idee, die haben was drauf, und geht zu den Kolleginnen und Kollegen und sagt, hier, schaut euch die mal an. Habt ihr irgendeinen Mechanismus, wie ihr das, was ihr bis jetzt geleistet habt und konstruiert habt, irgendwie schützen könnt vor jemandem, der das sozusagen mal testen möchte? Ja. Genau, also tatsächlich läuft, also wir sind, ja, Michael, einer meiner Mitgründer, ist ja der Sohn vom Kamerahersteller, wenn man so will. Da läuft gerade ein paar Patentverfahren für die Medizintechnik. Analog können wir das tatsächlich auch wahrscheinlich für unseren Case verwenden. Das ist was, wo wir dran sind. Klar ist die Konkurrenz, muss man auch aus Asien nicht ganz gering. Da muss man schon gucken, dass man da seine IP-Rechte bei sich behält, aber das ist ein Thema, wo wir dran sind, definitiv. Weitere Fragen aus der Jury oder? Ja. Okay. Ja, Frau Bröhring. Ja, ich habe noch eine Frage. Natürlich erstmal ganz, ganz vielen Dank. Total spannend. Wie vernetzt ihr euch denn mit anderen Playern in diesen sogenannten Ecosystems? Ne? Also es ist ja so, dass nachher, ne, wir sprechen dann von jemandem, der das Ganze orchestriert, ne, weil irgendwo einer dominant, ein Hersteller dominant irgendwo wird. Aber das fügt sich ja sehr, sehr gut ein in andere oder in so ein Gesamtsystem. Wie sehen da die Schnittstellen aus? Ja, also was die Schnittstellen angeht, sind wir bisher relativ offen. Wie gesagt, da haben wir noch nicht extrem viel umgesetzt. Wir haben da auch noch keine Bindung bisher an irgendeinen Hersteller, also sind da eigentlich noch komplett neutral. Aktuell ist der erste Ansprechpartner bei uns tatsächlich primär Forschung und tatsächlich auch Wissenschaft. Also wir haben auch Richtung Asien zum Beispiel recht viele Kontakte zu landwirtschaftlichen Universitäten, die ein großes Interesse an so einem System haben, aber eben auch in Deutschland. Klar macht das Sinn, hinterher das an irgendein System anzubinden. Den Großteil lernt man natürlich auch Netzwerksveranstaltungen kennen, teilweise vielleicht natürlich auch über solche Formate. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, da einfach konstant eben im Austausch zu bleiben. Ich glaube, wir haben da aktuell auch schon ein paar ganz interessante Gesprächspartner. Da wird es dann in der nächsten Vegetationsperiode, im nächsten Jahr, glaube ich, bleibt abzuwarten. Okay, viel Glück. Danke. Super, da bleibt noch eine Zeit für eine Frage aus dem Publikum. Genau, hallo Herr Kreklo.
Es wurde gewünscht, das Business Model nochmal ein bisschen besser zu erklären. Also ob ihr diesen Service als Überflug anbietet oder ob der Landwirt den Überflug selber machen muss. Also tatsächlich, wir haben halt wirklich sehr intensiv im letzten Jahr dazu Interviews geführt, insbesondere hier aus der, in der Region Hannover. Die Meinung war eigentlich echt tatsächlich 50-50. Nichtsdestotrotz würden wir uns jetzt am Anfang doch eher dafür entscheiden, tatsächlich das Ganze als Dienstleistung anzubieten und weniger als, Hardwareverkauf, was natürlich immer möglich ist, wenn das jemand gerne machen möchte, auf jeden Fall. Letztendlich ist es aber wahrscheinlich sinnvoller, das Ganze als Art Dienstleistung oder Farming as a Service, wie es wir dann betiteln, anzubieten, einfach weil ja, man dieses Rundum-Sorglos-Paket dann bekommt und letztendlich nur die Daten dann hinterher das entscheidende Medium sind, was dann übergeben wird. Und man sich um nichts kümmern muss, weil ich glaube, auch der Alltag eines Landwirts ist schon mal ganz gut ausgefüllt mit anderen Technologien. Und da muss man sich nicht um sowas noch mit kümmern, muss nicht permanent die Drohne auf Updates halten, muss nicht die Akkus laden etc., sondern bekommt letztendlich dann hinterher die wirklich essentiellen Informationen. Danke, Tobias Kriklo, für die guten Antworten. Mal ein kleiner Zwischenstand. Es kommen jetzt noch zwei Pitches und dann geht es auch schon zum Voting. Als nächstes ab in die Schweiz zur Hochschule für Technik in Rapperswil. Und mein Timer ausschalten. Die stellen den Hochdruckwasserstrahl vor. Dieses Verfahren erhöht die Wirtschaftlichkeit der Kultur, indem Handarbeit eingespart wird, beziehungsweise in konventionellen Betrieben der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert wird. Marco Landis stellt das Konzept vor. Video ab, bitte. Guten Tag, mein Name ist Marco Landis und es freut mich sehr, Ihnen die Idee der selektiven Unkrautbekämpfung in Reimkulturen mittels eines Hochdruckwasserstrahls vorzustellen. Das Konzept für diese Idee entstand im Rahmen meiner Masterarbeit an der HSR, der Hochschule für Technik in Rapperswil. Die Unkräuter, die konkretieren die Nutzpflanzen bezüglich Nährstoffen, Wasser und Licht. Und da ist es das Ziel, möglichst wenig Unkräuter in einem Bestand zu haben. Im biologischen Anbau ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln komplett verboten. Auch im konventionellen Bereich soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert werden. Beim Verzicht auf Pflanzenschutzmittel steigt allerdings die Handarbeitsaufwand deutlich an, um einen Bestand unkrautfrei zu halten. Zwischen den einzelnen Pflanzenreihen ist eine Unkrautbekämpfung mittels Hacken möglich. Allerdings innerhalb der Reihe ist es sehr schwierig. Hier setzt die Idee der Unkrautbekämpfung mittels eines Hochdruckwasserstrahls an, da mit diesem Wasserstrahl die Unkräuter sehr exakt innerhalb der Reihe entfernt werden können. Im Rahmen der Masterarbeit wurde ein Funktionsmuster aufgebaut, das zum einen die Detektion enthielt, wozu auf eine RGB-Kamera zurückgegriffen wurde und mittels eines Algorithmus eine Unterscheidung zwischen den Nutzpflanzen und den Unkräutern erfolgte. Daneben wurde auch ein System entwickelt, das eine exakte Höhenführung ermöglicht, damit der Wasserstrahl, der aus der Düse austritt, wenn das Ventil öffnet, exakt auf die Wurzel der Nutzpflanze trifft und diese so vom Boden trennt, damit diese vertrocknet. Im Rahmen der Arbeit konnte gezeigt werden, dass mit dem System bei zwei verschiedenen Kulturen, nämlich den Zuckerrüben und dem Mais, eine sehr hohe Detektionsgenauigkeit von über 90% zwischen Nutzpflanzen und Unkräutern erreicht werden konnte. Das System ist sehr spannend, weil es eigentlich zwei Ansätze miteinander verbindet. Das klassische Hacken zwischen den Pflanzenreihen mit einer sehr technologischen Lösung der Unkrautbekämpfung innerhalb der einzelnen Pflanzenreihen mit diesem Hochdruckwasserstrahl, wo die Unkräuter einzeln aus der Reihe entfernt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr coole Idee. Benedikt, da muss ich dich direkt mal zu fragen, wenn ich an Wasser denke und an dich, denn du hast keins in Brandenburg auf deinen Flächen oder wenig. Ja, das war ehrlicherweise auch mein erster Gedanke, ob es das nicht auch gibt mit schönem, kühlen Wasser, das direkt von der Pflanze aufgenommen wird. Aber auch in deiner Logik, Marco, fand ich das eine spannende Idee. Was mir sozusagen sofort, die Frage, die mir sofort in den Kopf geschossen ist, ist einmal, brauche ich 5G, also in Bezug auf, wie schnell muss sozusagen das Erkennen des Beikrautes, wie wir Ökos sagen,
stattfinden, um dann den Wasserstrahl auszulösen. Und das Hauptthema ist für mich Flächenleistung. Also welche Fläche schaffe ich in welcher Zeit und wie oft muss ich irgendwo hinfahren, um das wieder aufzuladen und diese ganzen Prozesse. Das fände ich spannend. Danke dir. Also guten Tag an alle zuerst. Zur ersten Frage, brauche ich 5G? Ist aktuell nicht vorgesehen, weil es eigentlich online direkt auf der Maschine gerechnet wird. Also vorne die Kamera, dann die Berechnung und hinten dann eigentlich schon die Düsen. Zur Fahrgeschwindigkeit kann ich noch keine exakte Aussage machen. Die Bekämpfungszeit ist im Hundertstelsekundenbereich für eine Pflanze und der Wasserverbrauch ist im Milliliterbereich. Kommt ein bisschen auf die Pflanzengröße davon, auf den Boden und so weiter. Aber das heißt, ihr habt jetzt noch keine konkreten Werte, sozusagen welche Hektar Fläche, welche Kultur ihr in welcher Zeit schaffen könnt. Also sehr, sehr früh. Nein, soweit sind wir noch nicht. Das System war eine Masterarbeit und wir sind jetzt, haben so das erste Funktionsmuster. Aber es ist noch nicht so weit, dass wir jetzt wirklich schon mit der Vorserienmaschine so in die Praxis können. Und im Rahmen deiner Arbeit hast du wahrscheinlich ja auch Alternativen dir angeschaut, beispielsweise über elektronische Stöße. Wie bist du dazu gekommen, auf das Thema Wasserdampf zu kommen? Also es ist kein Wasserdampf, es ist wirklich nur ein Wasserstrahl, also kein erhitztes Wasser, ist energetisch einfach vorteilhafter. Ich habe verschiedene Varianten angeschaut, was aktuell schon auf dem Markt ist, das sind die ein- und ausschwenkenden Hackscharen. Dort gab es einfach Probleme, Steine, Mulchschichten und so weiter, und ich wollte ein Verfahren, das eben auch für Mulchsaatsysteme beispielsweise funktioniert. Und habe auch energetische Betrachtung gemacht und da war einfach der Wasserstrahl ein sehr interessantes Verfahren. Und eben Wasser, das kann dann gleichzeitig auch noch in Anführungszeichen zur Bewässerung der Pflanzen dienen. Ist das eigentlich nicht verloren. Obwohl okay, die Mengen natürlich sehr klein sind. Dann machen wir doch der Reihe nach weiter, Herr Horsch, bitte. Gut, meine Fragen gehen eigentlich in die gleiche Richtung. Natürlich, das ist jetzt erstmal, das Thema ist jetzt erstmal konkret für mich, also auch ganz ein hochspannendes Thema, weil es uns ja direkt auch interessiert, was man da machen kann. Am Ende geht es darum, wie viel Wasser braucht man und wie schnell kann man fahren. Die Fragen wurden schon mal gestellt. Das sind eigentlich die zwei Sachen. Und die dritte Frage, die mich interessiert, wie groß habt ihr denn schon gerade zusammengeschossen? Ich meine, habe ich mal eine Melde, die schon mal 20, 30 Zentimeter groß ist, könnte die auch rausschießen oder ist das nur auf ganz kleine Pflanzen beschränkt? Es ist natürlich klar, je kleiner die Pflanzen, desto weniger Wasser brauchst, desto weniger Zeit braucht es dafür. Ich kann theoretisch auch eine 20 Zentimeter hohe Melde wegschießen, dann braucht es einfach mehr Wasser und mehr Zeit und einen höheren Druck. Aber grundsätzlich geht es. Mhm. Es sind eigentlich zwei Effekte. Das eine ist einfach das Trennen der Wurzel von der Erde und das zweite ist eigentlich das gleiche Verfahren wie beim Wasserstrahlschneiden, wo abrasive Partikel dem Wasserstrahl beigegeben werden. Wir machen es eigentlich zum Nutze, dass der Boden schon aus abrasiven Partikeln besteht oder Sandkörner und so. Die werden dann vom Wasserstrahl mitgerissen und beschädigen so die Wurzel und die Pflanze. Genau. Welche Drücke fahren da? Um die 200 Bar aktuell. Höher habt ihr das nicht gemacht, also 800.000 Bar oder sowas, habt ihr schon mal probiert, dass ihr das gelesen habt? Es ist sicher spannend, noch höher zu gehen. Es ist dann einfach irgendwann eine Frage der Ventiltechnik, um wirklich sehr kurze Öffnungs- und Schließzeiten hinzubekommen. Für lange Öffnungszeiten kein Problem. Das ist auch noch ein Schritt, den wir im Entwickeln sind. Welches Ventil kann wirklich sehr, sehr schnell bei sehr hohen Drücken arbeiten? Prima. Frau Hanal. Ja, danke auch von mir für die Vorstellung des Projektes. 90% Effizienzen habt ihr, glaube ich, erreicht in beiden Kulturen und mit einmaligem Überfahren oder mehrfachem Überfahren. Und wie habt ihr dann die Energievergleiche gemacht zu einer klassischen Spritzung, wo man vielleicht mit einmal hinkommt? Habt ihr da Vergleiche gemacht, Energieaufwand für das System im Vergleich zum Pflanzenschutz? Und wie gesagt, wie oft in der Rübe oder im Mais müsst ihr überfahren über die ganze Kulturperiode? Also die 90%, das war bezogen auf die Erkennungsgenauigkeit, also ob er wirklich richtig erkennt, was sind Unkräuter und was ist effektiv die Nutzpflanze. Wird auch dort Wert darauf gelegt, dass er wirklich die Nutzpflanze stehen lässt, weil man kann 90% Zuordnungsgenauigkeit erreichen, aber wenn nur wenige Nutzpflanzen sind, viele Unkräuter und alle Nutzpflanzen sind weg, ist es schlecht.
energetisch wurde es dann verglichen mit anderen Verfahren, also beispielsweise Abflammen und so weiter. Mit dem chemischen wurde es nicht verglichen. Man könnte sich aber auch eine Abwandlung des Verfahrens vorstellen, dass man sagt, man geht anstelle einer Bandspritzung zu einer selektiven Pflanzenspritzung hin, dass man anstelle des Hochdruckwasserstrahls halt eine Mikrodosierung macht für Herbizide. Das wäre machbar. Frau Röhring? Ja, vielen Dank, total spannend. Ich habe mal eine Frage, also ich bin mal gerade ganz mutig. Ich bin ja nun keine Technologin, sondern nur Betriebswirtin, die sich mit neuen Technologien beschäftigt. Könnte man, ist jetzt nur eine Idee, ne? Könnte man eigentlich über das Wasser auch gleichzeitig Mikronährstoffe auf sozusagen tragen, dass man im Sinne einer Fertigation gleichzeitig Wasser und Unkrautentfernung plus Düngung in einem Zug machen könnte, was natürlich dann die Bewirtschaftung und auch das Ganze, ja, wie oft muss ich jetzt sozusagen über das Land fahren, halt deutlich reduzieren würde. Kann Quatsch sein. Sehr spannende Idee. Es ist beim Verfahren eigentlich nur vorgesehen, wirklich nur dort zu applizieren, das Wasser, wo wirklich okay. Die Unkräuter sind. Das heißt, man hätte dann vermutlich eine Fehlverteilung der Nährstoffe. Grundsätzlich sind Beimischungen möglich, solange sie nicht abrasiv sind und die Pumpen und die Düsen beschädigen. Dann Herr Sommer, bitte Ihre Frage noch. Ja, ich auch. Danke. Ich finde das auch eine tolle Idee. Mir ging gerade durch den Kopf, wie jetzt diese ganzen Hobbygärtner ihren Kercher endlich rechtfertigen können, nicht nur zum Autowaschen benutzen. Aber die Fragen im Grunde, es ging schon danach, wie effizient, wie schnell, wie viel Wasser. Aber ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch nur mit einer jungen Technologie auch im Laufe der Zeit sich auch verbessern kann. Und von daher finde ich das eine gute Sache, also weniger eine Frage als Ermutigung, da weiterzumachen. Danke. Alles klar, dann gucken wir doch nochmal in unseren Chat rein. Josephine? Hallo, Herr Landes. Die Frage aus dem Publikum ist, ob das auch für autonomes, fahrerloses Fahren gedacht ist. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Also grundsätzlich kann die Technologie auf autonome Trägerfahrzeuge aufgebaut werden. Dort ist einfach aktuell noch ein bisschen so die rechtliche Situation, ab wann darf wirklich ein autonomes Fahrzeug alleine auf einem Feld fahren. Deshalb jetzt im ersten Schritt das Funktionsmuster auf ein quasi konventionelles Hackgerät und einen Traktor angebaut. Aber für die Zukunft ganz klar, autonomes Trägerfahrzeug wird ein Thema werden. Alles klar. Danke, Marco Landes. Guck mal hier auf unsere Teilnehmer. 274 Teilnehmer haben wir aktuell. Man merkt, es geht auf das Voting zu. Wir haben jetzt noch einen Pitch und das ist der Mähseparator. Der Mähseparator bietet den Landwirten neue Chancen, ihre Herzensangelegenheit bei fairer Entlohnung und Ressourcenschonung nachzugehen. Vorgestellt wird der Mähseparator von Philipp Flierl von der OTH Regensburg. Video ab, bitte. Hi, mein Name ist Philipp Flierl und ich studiere im zweiten Semester Master Maschinenbau an der OTH in Regensburg. Zusammen mit 5 weiteren Studierenden ermöglichen wir die Grundsteinlegung des Mähdreschers der Zukunft. Ich möchte deshalb, dass Sie sich vorab 2 Begriffe merken. Zum einen Ressourcenschonung und zum anderen Durchsatzleistung. Denn das sind 2 Aspekte, die der Mähdrescher der Zukunft kombiniert. Der Mähdrescher der Zukunft ist nicht nur eine fahrerlose Erntemaschine. Es sind vielmehr mehrere kleine Einheiten, welche autonom im Schwarm agieren. Durch die Skalierbarkeit der Maschinenanzahl ist dieses Prinzip deshalb sowohl für kleine als auch für große Betriebe geeignet. Der Clou der Erntemaschine steckt aber vor allem im Vorsatzgerät. Durch unser patentiertes Lösungsverfahren, welches wir auch das Mähseparator-Prinzip nennen, schaffen wir es, Blütenstände vom vegetativen Pflanzenbestandteil bereits vor dem Dreschprozess zu trennen. Konkret bedeutet das, die Ähre wird vom Stroh vor dem Dreschwerk getrennt. Durch das Prinzip der integrierten Vorabscheidung wird es auch ermöglicht, Leguminosen zu ernten. In Summe ist dadurch der Mähseparator für alle gängigen Marktfrüchte geeignet. Der Mähseparator kombiniert vor allem 2 Vorteile. Das ist zum einen die angesprochene Ressourcenschonung. Durch eine optimale Strohverteilung und durch einen reduzierten Bodendruck
und die Steigerung der Maschineneffizienz ermöglichen wir darüber hinaus auch die Steigerung der Durchsatzleistung. Der Messeapparator ist vor allem auch für kleinere Betriebsflächen geeignet. Durch die Erschließung neuer Märkte, vor allem auch Nischen wie beispielsweise die Hanfblütenernte, ermöglichen wir so neue Einsatzbereiche. Der Wandel zu einer zukunftsfähigen und ressourcenschonenden Landwirtschaft wird vor allem durch bereitstehende Technik charakterisiert. Der Messeapparator bietet den Landwirten neue Chancen, ihre Herzensangelegenheit bei fairer Entlohnung und Ressourcenschonung nachzugehen. Vielen Dank. Ja, coole Idee. Wie sieht's aus, liebe Jury? Eure Fragen? Benedikt? Ja, Herr Piel, also erstmal herzlichen Glückwunsch für die Motivation und auch den Ansatz. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der ganz zentralen Themen, die Frage, wie wir auch Technik weiterdenken müssen. Und da trauen sich auch nicht viele dran, weil es natürlich nochmal ein längerer und anspruchsvoller Prozess ist, nicht nur was die Beschaffung von Kapital angeht, aber man natürlich einfach ein dickeres Brett bohrt. Und deswegen toll, dass ihr das macht und diesen Weg geht. Ja, was mich eigentlich fasziniert, ist sozusagen die Trennung natürlich, die viele Potenziale mit sich bringt. Nicht nur, dass das eben auch ganz klein funktionieren kann, aber es kann natürlich auch noch in einer modularen Lösung groß funktionieren, was ich super finde. Ich glaube, modulare Bauweise, sofern es technisch sinnvoll ist, ist auch zukunftsorientiert, weil es eben eine gewisse Multifunktionalität darstellt. Die Frage, die mich sozusagen hauptsächlich interessieren würde, ist eigentlich sozusagen diese intuitive oder die erste Berührung des sozusagen dieses Bohrzeug oder dieses Vorwerkzeuges. Ob du da noch mal ein bisschen was zu erzählen kannst, denn am Ende des Tages ist es ja wirklich diese initiale Bewegung, die im Grunde genommen dazu sorgt, dass irgendwie Leguminosen schon anfangen auszufallen oder dass irgendwie ein Getreide auch schon anfängt. Und physisch, also selbst wenn es eine weiche Matte ist, die irgendwie rollt, ja, kann da wahrscheinlich ein bisschen was aufgefangen werden, aber das Problem als solches ist immer gleich, ich komme und fahre gegen irgendwas. Das heißt, auch da die Frage, verringere beispielsweise die Fahrgeschwindigkeit, oder was sind eure Erfahrungen oder bis jetzigen Resultate mit dem Prototyp? Grundsätzliches Ziel sollte es natürlich sein, vor allem die Durchsatzleistung zu steigern, also eher eine höhere Fahrgeschwindigkeit zu erzielen. Und wir haben uns deswegen vor allem eine eigene Forschungsstrategie aufgebaut. Das heißt, wir wollen erstmal mit kleineren Einheiten, die eben 3D-Druck entstehen, zunächst mal dieses Funktionsprinzip validieren und auch Analysen anstellen, um eben dann auch zu beweisen zu können, dass es auch im größeren Maßstab funktionieren würde. Der nächstgrößere Maßstab wäre dann eben dieser gezeigte Demonstrator in diesem Video, welcher als Anbaugerät quasi fungiert, wobei wir dann eben Verluste genauer spezifischer messen. Weitere Fragen, Herr Horsch, bitte. So wie ich das verstehe, seid ihr praktisch nur im theoretischen Stadium. Das heißt, ihr baut es noch gar nicht am Marker draußen, oder? Funktionsmuster, sowas habt ihr noch gar nicht. Nein, haben wir nicht. Wir haben aktuell, wie gesagt, diese kleinen 3D-gedruckten Einheiten, mit denen wir Schritt für Schritt zumindest Versuche anstellen. Allerdings dieser erste Schritt wirklich im Feld, der ist noch nicht geglückt. Es fehlt da einfach an finanziellen Mitteln, die uns nicht zur Verfügung stehen. Alles klar. Weitere Fragen? Ja, Herr Sommer? Vielleicht. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Herr Sommers Hand habe ich gesehen. Dann vielleicht erst Herr Sommer, dann Vorhinein. Auch gerne als erstes. Ich wollte nur ganz kurz auf die Größe eingehen. Klar, noch in der Theorie, aber habt ihr schon eine Idee, wie störanfällig es werden wird? Weil nochmal ein ganz neuer Gedanke hier heute. Wir suchen ja immer noch Technologien, die relativ resilient auch für den globalen Süden wären. Und da denke ich natürlich bei kleiner Einheit, neue Technik im Erntebereich auch in die Richtung. Ja, wie im Bild angezeigt, ist diese Erntesystemlösung vor allem für kleinere Einheiten angedacht, also zum Beispiel auch für den Bereich Schwarmdrusch. Wir führen allerdings auch Studien an der OTH bei uns durch, wobei wir auch versuchen, das Konzept ein bisschen auszuweiten und dann eben auch
theoretisch längere Arbeitsbreiten zu realisieren. Also wir versuchen da quasi einen Mittelweg, um auch die verschiedenen Märkte, jetzt nicht nur eben diesen süddeutschen Markt zu decken, sondern auch eventuell australische oder amerikanische Märkte zu bedienen. Herr Sommer? Ja, ich hatte nur eine winzige Frage zu, der Herr Horsch hat es ja schon gefragt, Sie sind ja noch nicht im Feld unterwegs. Ich wundere mich, wie homogen die Bestände sein müssen und wie Sie dann umgehen mit lagerndem Getreide. Ob das, wenn alles kreuz und quer liegt, ob dann Ihre Methode noch so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Wir hatten uns grundsätzlich um diesen Themenbereich der Homogenisierung Gedanken gemacht und dann zum Beispiel durch diese ersten Funktionsmuster selbst festgestellt, dass eine Homogenisierung, sofern die Pflanze jetzt nicht komplett der Fahrtrichtung liegt, automatisch durch diesen Eingriff des Kernseparators dann passiert. Grundsätzlich ist das Lagergetreide natürlich ein Thema. Unsere Vision spielt allerdings vor allem auf den zukünftigen Bereich ab. Das heißt konkret, dass dieses Schwarmtauschkonzept eben speziell jetzt konzentriert wird und dann eben zum Beispiel auch möglich wäre, Lagergetreide. War ich eben kurz weg, oder? Gehört haben wir Sie, gesehen nicht mehr. Jetzt sind wir fast alle wieder da. Sie sehen wir gerade nicht. Jetzt müsste es wieder gehen. Ah ja. Ich wiederhole mich nochmal kurz. Also diese Vision, die sich ja auf diese Schwarmtauschtechnologie bezieht, kann natürlich auch grundsätzlich mal in Frage stellen, dass man auch Lagergetreide immer dann von der Richtung anfährt, in die Richtung es da entsprechend liegt. Wobei natürlich zum Beispiel Eingriff der Haspel eventuell auch Vorteile bieten könnte. Frau Brögen, haben Sie noch eine Frage oder wollen wir... Ja, ich habe auch noch eine Frage. Wie ist jetzt rein aus der Brille einer, ich sag mal, Ökonomin oder Betriebswirtin an der Stelle dann, ne? Also es ist natürlich total spannend, was Sie haben, aber vermutlich mit einem größeren Invest auch, um das überhaupt erst auch produzieren zu können, ne? Was ist da Ihre Idee? Was verkaufen Sie nachher? Kann es auch eine Lizenz auf die Technologie, die Sie entwickeln, sein? Oder brauchen Sie nicht dann irgendwo auch einen großen Partner, vielleicht einer, der hier in der Jury sitzt, mit dem Sie es zusammen machen können? Grundsätzlich hatte ich ja bereits angesprochen, dass das System patentiert ist. Das heißt, eine Lizenzierung könnte theoretisch in Frage kommen. Wir persönlich beschränken uns jetzt allerdings zunächst mal auf die allgemeine Validierung. Das geschieht durch Förderprogramme vom Bund, mit dem wir das ganze System eben austesten möchten und dann Schritt für Schritt auch auf eigenen Beinen stehen möchten. Das heißt, ich habe die Hanfblütenernte schon mal angesprochen, da eben über einzelne kleine Einheiten, die wiederum in anderen bereits existierenden Maschinen eingebaut werden könnten, dann auch diese Nische zu schlagen, eben zwischen dieser speziellen Anforderung als auch der allgemeingültigen Anforderung. Also es ist ein langer und schwieriger Weg, den wir da gehen müssen, auf jeden Fall. Hört sich aber sehr spannend an. Ich sehe gerade, wir haben keine Fragen aus dem Publikum. Ich hätte aber mal eine Frage dazu, die ist mir gerade in den Kopf gekommen. Wenn ich an Wildschäden denke, also wenn ich mit einem großen Mähdrescher durchs Feld fahre, dann ist der laut und groß und irgendwie ist der an einer Stelle und das Wild flüchtet links und rechts, wenn da jetzt so ein Schwarm durch so einen Acker zieht. Wie geht man damit um? Die Frage ist mir jetzt persönlich komplett neu. Mir persönlich würde mir jetzt in den Sinn kommen, dass zum Beispiel eine Drohne vorwegfliegen könnte und entsprechende Störsignale vorausschickt oder auch die Erntemaschinen selbst jetzt Störsignale senden, wie es zum Beispiel im Bereich der Grünlandtechnik angewendet wird. Ja, coole Idee. Ist mir auch gerade erst spontan in den Sinn gekommen, die Frage. Besten Dank, Philipp Flierl. Wir kommen zu unserem Voting. Wir sind durch. 281 Leute sind zugeschaltet. Dann bitte ich jetzt alle, ich schalte mich auch mal wieder ein, da bin ich, auf slido.com zu gehen. Wir blenden hier nochmal den QR-Code ein, den kann man abfotografieren oder einfach auf slido.com gehen, dort Bodenschmiede eintippen und dann kann dort für den Favoriten gewotet werden. Ich würde sagen, wir nehmen uns eine Minute Zeit dafür. Und dann legen wir los. Nochmal das. Da sieht man auch die Zahlen. Ja, cool. Sechster.
Ich fand das bisher mega spannend und auch wirklich anstrengend, den ganzen Ideen zu lauschen. Ich gucke jetzt gerade hier auf den Bildschirm und neige dazu, einfach auf die Zahlen zu starren. Das ist so schön, wenn die da hochkleckern. Das ist so ein bisschen wie früher beim Tape-Deck. Aber es sieht gut aus. Wir sind fast bei 200. Was sagt denn mein Timer? Bin gespannt, ob alle 273 voten. Sieht fast so aus. Dann zähle ich mal runter. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Jetzt hätte man hier eigentlich das Konfetti gesehen, was neben mir geflogen ist, ist aber nicht so weit gekommen. Vielleicht hat man es gehört. Ja, FH Oberösterreich, Relay Cropping, herzlichen Glückwunsch. Bravo. So, Bernd. Verstehen wir uns jetzt? Danke, danke. Sehr cool. Moment, ich muss hier gerade mal mich reinklicken. Da bin ich wieder. Jetzt verschwindet die Jury und nur die Gewinner und ich sind kurzzeitig eingeblendet und gleich noch Herr Horsch. Wie geht's euch damit? Habt ihr das gedacht? Also wir haben schon viel Werbung gemacht und viel geteilt, da viel für uns abstimmen, aber das darf man sich ja eigentlich nicht denken, da man gewinnt. Das ist ja der falsche Gedankengang. Sehr gut, das ist eine sportliche Herangehensweise. Herr Horsch, wie geht's Ihnen mit dem Gewinner? Sagen Sie dazu. Ihr Ton? Wir verstehen nichts. Habt ihr mich gehört? Hört ihr mich jetzt? Jetzt ja. Hören wir Sie. Nein, das passt schon. Das läuft schon in die richtige Richtung. Prima, ganz gut. Ja, jetzt wie ist mir gesagt worden, es geht zur Preisverleihung. Verstehe ich das richtig? Ganz genau, Sie sind jetzt sozusagen. Ich bin jetzt der Preisverleiher. Das ist schon klar, das weiß ich schon. Das ist mir schon gesagt worden, wie das jetzt halt abzulaufen hat. Ja, es freut mich erst einmal sehr, wirklich besonders, dass also auch junge, ganz junge Burschen erwischt hat. Ich meine, das meisten waren ja alles junge. Und ich hoffe, dass ihr ein paar Mädels auch dabei gehabt habt in eurem Team. Und ich meine, das Thema Relay-Cropping, ganz neu ist es ja nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Ich selber beobachte das in Nordamerika schon ein bisschen länger. Und wir selber haben auch schon Versuche dazu gemacht, bei unserem Versuchsstandort hier in Schwandorf und in Frankreich, in Südfrankreich haben wir was gemacht. Ja. Und da seid ihr schon am richtigen Weg. Also das ist schon etwas, wo auch griffig ist, wo man relativ schnell was daraus machen kann. Und das nimmt ja ganz, das, wenn man es richtig tief einsteigt, dann nimmt es noch ganz andere Dimensionen an als das, was ihr bis jetzt angefangen habt. Also da kann man richtig was daraus machen. Ja, also wir, die ja einer der Austragenden sind dieser Bodenschmiede, haben ja dafür einen Preis ausgelobt. Jetzt habe ich bloß das Problem, ihr seid mehrere, gell? Ihr habt einen ganzen Schwung. Weil der Preis war so angelegt, dass wir gesagt haben, wir nehmen dann den Gewinner mal mit auf einer Reise Richtung USA, meistens USA und Kanada, hängt bei uns immer zusammen, weil wir ja in beiden Ländern immer, wenn wir drüben sind, tätig sind. Wir haben dort auch einen Versuchsstandort in Bloomington, Illinois, wo wir also so eine Demofarm haben, wo wir auch eine ganze Reihe Themen da abarbeiten. Zum Teil momentan sind wir mit ökologischen, mit so konventioneller Landwirtschaft und ökologischer Landwirtschaft, die wir dort zeigen, hauptsächlich im Bereich Mais und Soja unterwegs. In Kanada haben wir einen ganz interessanten Betrieb, wo wir für diese ganzen Gebiete des Westkanadas, wo es also die haben bloß 80, 100 Tage Vegetationszeit dort, auch auf einem Betrieb arbeiten, der so hat,
ökologische, regenerative Landwirtschaft betreibt, sehr, sehr, sehr erfolgreich, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Also da gibt es einiges zu sehen. Und da hätte ich gesagt, da nehmen wir dann die Gewinner mal mit. Jetzt müssen wir aber schauen, wir haben den Preis nicht ausgelobt für einen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da mit mehreren zurechtkommen. Aber da werden wir auch einen Weg finden. Da kommen wir mal auf euch zu. Das kleine Problem, das wir jetzt haben, ist, und das kann ich jetzt natürlich nicht beeinflussen, das ist, was sagt Corona dazu und ab wann geht es mal los? Also das heißt, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen auch drüber nachdenken, weil wir selber kommen ja nicht raus. Mitte März war ich nicht mehr im Flugzeug gesessen. Ich sitze normal einmal in der Woche im Flugzeug und fliege irgendwo hin. Also mich drückt es natürlich auch unglaublich, mal wieder rauszukommen, vor allem in unsere Filialen und zu sehen, was da draußen los ist. Und aber das werden wir mal schauen. Irgendwann mal wird auch das vorbeigehen und dann geht's da los. Also wie gesagt, ich gebe euch einen großen Glückwunsch nochmal. Und ihr seid also, wie gesagt, bei uns jetzt auf dem Bildschirm drauf und wir werden mit euch Kontakt aufnehmen und schauen, wie wir das Ganze dann dann realisieren, wie ihr den Gewinn dann bei uns einlösen könnt. Dankeschön. Vielen Dank auch. Und vielen Dank auch an euch, an Farmfood 4.0. die ihr das mitorganisiert habt. Also es war für mich das erste Mal, so eine Art Webinar überhaupt dabei zu sein. Und es ist schon interessant, was man alles am Bildschirm machen kann, ohne dass man da 200-300 Leute in einen Raum in eine Halle einladen muss und mit riesen Aufwand da was organisieren muss. Was ich natürlich auch gern tue, was wir auch hoffentlich auch bald wieder tun dürfen, weil nur Bildschirme, da wirst du auch verrückt. Ich meine, in letzter Zeit mache ich das sehr viel. Aber es ist trotzdem sehr interessant. Und ich muss sagen, ich habe es gut gemacht. Auch vom Farmfood 4.0, Herr Lech und Ihr Team. Ich denke, das wird jetzt das letzte Mal gewesen sein. Danke. Danke von unserer Seite. Danke an alle. Vielen Dank für die netten Worte. Sie haben doch gerade noch mal gesagt, wir werden da eine Lösung finden und ich glaube, das ist die Bodenschmiede. Wir machen eure Visionen zur Wirklichkeit und wir bleiben dran. Vielleicht auch das nächste Mal live und nicht virtuell. Und ich bitte auch alle Zuschauer, jetzt nochmal dran zu bleiben, denn wir haben noch einen kleinen Feedback-Fragebogen am Ende unserer Session, wo ihr bitte einfach uns nochmal sagt, wie war, wie fandet ihr es, das können wir besser machen. Wir bleiben auch dran an dem Thema und melden uns in Kürze damit zurück. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao. Okay. Ciao. 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 Danke. Dann Patty.